Willkommen zurück bei So Nämlich. Heute Folge 6 und wir haben uns heute mal wieder an einem Sonntag getroffen, einem sehr schönen Sonntag, wie ich finde, bei einem kühlen Radler, bei super Sonnenschein. Wo haben wir uns da verzogen? Natürlich in meine Firma, weil warum rausgehen, aber noch dazu fehlt uns echt noch das Equipment. Aber herzlich willkommen zur 6. Folge von So Nämlich und jetzt wie immer an meiner Seite Matthias. Ja, hallo liebe Zuhörer, Burkhard. Ich glaube ja, fürs Rausgehen ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das Equipment haben wir mehr oder weniger, bis auf den Laptop. Ich glaube nicht, dass der das zwingend aushält, so 2 Stunden irgendwo im Park. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Der wird ja jetzt schon immer ziemlich heiß. Ich kann mich aber von dem Teil einfach nicht trennen. Ich habe den jetzt seit 2012 oder so, also 6 Jahre. Okay. Da ist aber nichts mehr irgendwie drin, was damals drin war. Der ist immer wieder aufgerüstet. Und ist halt so das Ding, was mich bei der Gründung begleitet hat, meine ersten Blogs, meine ersten Texte. Mhm. Und irgendwie kann ich mich davon nicht trennen, deswegen rüste ich da lieber nochmal nach, als mir einen neuen zu kaufen. Ist ach, da ist so noch Luft nach oben, was Aufrüstungs... Ja, da geht ja immer. Eigentlich ist das dann ein neuer Laptop, wahrscheinlich auch teurer als ein neuer, aber immer wieder neues Equipment rein. Ja, ja gut, es war halt, eine SSD-Festplatte ist wie einen neuen Laptop kaufen. Ja, ist auch. Hatte der damals nicht und deswegen habe ich den aufgerüstet. Und ja, was haben wir so gemacht die Woche? Wir haben mal einiges zusammen gemacht. Ja, aber ich fange einfach mal an mit etwas, wo du nicht bei warst. Oh! Montag. Ausnahmsweise haben wir mal einen Namen nicht zusammengebracht. Nein, Montag war ich auf einem extrem genialen Konzert in Krefeld. Ja, von einer, ich glaube, relativ unbekannten Band namens Sowen. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin großer Fan von Progressive Rock, Progressive Metal in der Richtung. Von daher erwarte ich jetzt nicht, dass so viele Leute das denn kennen. Aber es war einfach total genial. Also wenn du, ich weiß nicht, worauf du achtest, wenn du bei so einem Konzert bist, ja, aber wenn man da einfach stehen kann und guten Musikern bei der Arbeit zusehen kann, ja, also wirklich auf deren Finger gucken kann und sehen kann, wow, ja, dass das gerade greifen könnte ich nie machen, aber ich höre genau, was sie tun. Ja. Das ist cool. Also das hat schon richtig Spaß gemacht. Und gerade bei Progressive Rock hast es dann halt auch, dass du da irgendwie auch was Besonderes raushörst, nicht einfach dieselben 3 Akkorde immer wieder. Ja. Nee, das war schon ganz cool. Ansonsten haben wir viel Sport gesehen die letzten Wochen. Jo, ich habe auch was erlebt, wo du nicht bei warst. Hatte am Montag meine erste eigene Netzwerkveranstaltung bei mir in der Firma. Mhm. Mit 30 Leuten zum Thema natürlich Online-Marketing. Und hat echt Spaß gemacht. Also mal so Catering organisieren für 30 Leute, den Platz mal herrichten für 30 Leute. Ich dachte eigentlich, ich wäre immer nur Essen bestellen, ein paar Stühle hinstellen, aber das ist echt mega aufwendig gewesen. Du bist irgendwie mega nervös den ganzen Tag, muss alles sauber sein. Obwohl unsere Putzfrau hat eigentlich ziemlich gute Arbeit geleistet, aber trotzdem ein bisschen den ganzen Tag irgendwie hibbelig. Willst endlich, dass es losgeht und war irgendwie wie so ein, ja, dreiviertel Urlaubstag, bis dann abends dann quasi Netzwerkveranstaltung war, weil ich mich auf nichts anderes konzentrieren konnte. Aber hat echt Spaß gemacht. Ja, für solche Frondienste kannst du mich auch gerne anstellen, ja, weil genau das ist mein Metier eigentlich gewesen über Jahre hinweg. Ah gut. Also Organisationsreferent einmal halt für den ganz großen Rahmen, ja, für eine Veranstaltung damals auch hier in Essen mit, ich glaube, dann bei den größten Teilen davon über 500 Teilnehmern. Ja. Das habe ich natürlich nicht alles selber gemacht, ja, aber ich war da durchaus in die Planung involviert. Und ansonsten halt Veranstaltungen für Leute organisieren, ne? Das ist genau mein Ding. Also das funktioniert noch irgendwo. Ne? Also zu wissen, was man braucht, worauf man verzichten kann, ne? Ich bin noch wo man es vor allen Dingen auch herkriegt. Ich bin noch am gleichen Tag nochmal losgegangen, weil wir so Kleinigkeiten vergessen hatten, wie zum Beispiel Servietten. Ja, ganz genau. Dann hat der Caterer doch Servietten geliefert, aber stand irgendwie nicht im Auftrag drin, stand nirgendwo auf der Webseite, war uns irgendwie nicht bewusst. Da habe ich hier unten am Kiosk, hier bei unserem Stammkiosk, direkt unten drunter, wo wir halt immer mal Frühstück kaufen, Feierabendbierchen und so, hat er uns dann die 100 Servietten geschenkt. Nochmal danke an den Hardy hier bei den Rüttenscheid. Ja, Dienstag haben wir dann den Halbfinaleinzug der ESC Moskitos gefeiert. Ne? Beeindruckender Sieg. Dienstag geht weiter mit Halbfinale. Ja, ob ich dann tatsächlich da bin, weiß ich nicht. Ach, wissen wir noch nicht. Ja, ich nicht. Ihr könnt gerne hingehen, aber für mich wäre das halt wieder so, dass ich das erste Drittel verpasse. Ach so, ja. Und so langsam schlägt es auch ins Geld, so hier ja, das zweimal stimmt. Die Woche zum Eishockey zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, ey, ich bin da echt gerne, aber 2 bis 3 Mal die Woche ist dann auch irgendwie nicht so meins. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber wir haben ja eigentlich Herrn Bartha schon versprochen, dass wir hingehen, ne?
Ja gut, den habe ich an dem Abend aber auch, also am Freitag haben wir den Kapitän, ich habe den Montag habe ich den ja gesehen, bei mir auf der Netzwerkveranstaltung, Dienstag habe ich ihn dann spielen sehen und Freitag haben wir ihn ja bei Tucson gesehen und mit ihm gesprochen, da habe ich ihm auch eine Menge versprochen. Ein bisschen Bier-Intus, aber er ist ein super cooler Typ, gefällt mir, also macht Spaß. Der hat auf jeden Fall auch noch einiges vor, glaube ich, mit dem Verein oder wenigstens macht er sich ja gerade, scheint er sich hier ein zweites Standbein aufgebaut zu haben mit seiner Arbeit, auch ein sehr spannendes Thema, was sie da bedienen. Was macht er denn sonst? Der ist bei Wartezone TV. Die dafür habe ich diese Werbebanner gesehen bei Tucson. Genau, die vermieten halt Werbebanner, also interaktive, die kannst du selber bespielen mit deinem Zeug. Aber die sorgen auch dafür, dass wenn du da quasi Kunde bist, können deine Werbespots auch bei Ärzten, also überall, wo Warteräume sind, da die Fernseher wieder ausgestattet werden mit lokaler Werbung, eigentlich total geiles Thema, da kannst du halt dafür sorgen, dass du da halt, ja, dass du da angezeigt wirst. Und man muss sich's vor, im Wartesaal, wenn ihr jetzt nicht auf Handy guckt, wenn ihr beim Zahnarzt sitzt oder beim Arzt allgemein, also ich kenn's von meinem Zahnarzt, der hat das, glaube ich, wenn wartet so eine Werbetafel da, dann liest man das ja schon mal ganz gerne, was da so steht. Ja, du liest halt alles, was irgendwie um dich herum ist, genau. Wenn du langweilig irgendwo rumsitzt, ne, also das ist unfassbar. Aber das ist ein cooles Konzept. Ja, wusste ich aber auch nicht, dass er da involviert ist und wusste auch nicht, dass es da eine... Ich meine, natürlich gibt's für so etwas eine übergeordnete Firma, die sich um sowas kümmert, ne? Aber da denkt man ja nicht drüber nach, wenn du halt Daten drüber bist. Was halt wirklich cool ist, wenn du bei denen irgendwie Kunde bist, kriegst du auch diese Werbebanden, dann kriegst du halt den Computer dazu, dass du die selbst bespielen kannst. Und ich glaube, Tucson wird demnächst halt auch so Werbebanden haben, wo die dann halt auch selber entscheiden können, was da gespielt wird. Das heißt, du musst diese Rolldinger nicht immer manuell austauschen mit den Werbebanden. Jetzt war am Freitag ja auch wieder einer ständig vor uns, hast du es gesehen? Die haben ja nicht gerollt, die waren ja irgendwie diese Roller. Weil da irgendwas defekt war. Ja, und das kannst du halt komplett verzichten und du kannst halt Sponsoren anbieten, zu sagen, pass auf, du wirst heute mal irgendwie, keine Ahnung, 10 Mal eingeblendet für so 4 Minuten. Das ist natürlich alles schön automatisiert, wie man es halt bei großen Fußballstadien und so kennt. Ja, mittlerweile kennt. Und da gibt's halt auch coole Sachen. Also ich weiß noch, damals auf Schalke zum Beispiel, kann so ein Dreiviertel Spielfeld, fährt dann ein Auto entlang an der Bande die ganze Zeit. Also einmal ganz rum. Das sind natürlich spektakuläre Sachen, die du machen kannst. Ja. Aber wir werden übrigens nicht bezahlt von Wartezone TV. Also das ist nicht unser erster Sponsor. Nee. Aber wir werden ihn genauso wie die Band einfach mal bei uns verlinken, bei Facebook. Oh ja, damit die sehen, dass wir dann positiv über die beiden gesprochen haben. Weil wir sind dann schon so ein bisschen Feedback-Nutten. Wir wollen ja auch mal irgendwann mal Feedback haben, dass wir gehört werden, außer im Bekannten- und Freundeskreis. Da wollen wir kein Feedback haben. Nee, echt nicht. Nervt mich total. Okay. Wobei das Feedback nicht so negativ ist bis jetzt. Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, worüber wir heute sprechen werden. Nee, haben wir auch noch nicht. Haben wir bewusst ausgelassen. Ja, weil, ja gut, wir können es ja ruhig sagen. Der Burkhard hat sich keine Gedanken gemacht. Das stimmt nicht. Ich meine, ich hätte am Freitag ein Thema gehabt. Ja, vielleicht fällt es dir ja gleich wieder ein. Genau, deswegen fangen wir erstmal mit deinem Thema an und ich werde mir dann während des ersten Themas und der Pause noch eins überlegen. Und dann sag doch einfach mal, worüber du heute sprechen möchtest. Ja, ich möchte heute ein bisschen über das Thema Verkehrswende sprechen. Vielleicht hat man das in den letzten Folgen so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen zukunftsorientiert, denke ich ja schon manchmal. Jetzt was das Kneipensterben angeht, nicht unbedingt, ja. Aber ja, mich interessiert halt, wie der Verkehr derzeit aussieht, wie er vielleicht in anderen Großstädten funktioniert und was Essen vielleicht in den nächsten Jahren nochmal besser machen könnte. Ja, und apropos besser machen, ist mir heute noch aufgefallen, ich war nämlich heute schon draußen. Ich bin jetzt du warst schon? Ja, ich bin einmal kurz zum Niederfeldsee gegangen. Da hat er jetzt ein neues Restaurant aufgemacht, also das erste Restaurant aufgemacht, also auf Fahrrad ausgelegt, dass man Fahrräder dann quasi da vorbeifährt, kurz Stopp macht, was isst, was trinkt und die Trasse weiterfährt. Geil, das muss ich mir demnächst angucken. Ja, wollte ich sowieso mal hin. Da ist mir aufgefallen, dass an der ehemaligen Radtankstelle an der Altendorfer Straße ist jetzt die Fahrradstation. Die Fahrradstation ist neu gemacht worden. Da stehen jetzt sogar 6 oder 7 Fahrräder. Ja. Und wir haben ja eine Zeit lang das mal gemacht, aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da kommen wir nämlich gleich auch noch richtig. Also können wir noch eine geile Geschichte erzählen oder zwei dazu. Ja, da würde ich sagen, heute Verkehrswende und das zweite Thema ist ein Überraschungsthema. Ich schätze mal, das zweite Thema hat sich gerade rauskristallisiert, dass wir über Fahrradverleihsysteme und unsere Erfahrungen damit sprechen. Können wir gerne machen, das ist ein geiles, weil wir haben da echt 1, 2 geile Sachen erlebt. 3 sogar fallen mir ein. 3 spontane Geschichten, wie wir damals mit diesen Metropol-Ruhrrädern rumgedüst sind. Hashtag Metropol-Rad-Ruhr. Genau, können wir auch immer machen. Ist auf jeden Fall ein tolles System. Ich weiß auch nicht, warum wir uns da immer abgemeldet haben. Ich glaube, das war echt... Ihr habt euch abgemeldet? Ja, weil der... Das können wir auch später sagen, das war damals bei diesem großen Sturm. Und Steffen hatte sich abgemeldet, weil bei ihm vor der Haustür, da am Klinikum, die Radstation wurde zerstört. Ah, ja, okay. Da hatte er kein Rad mehr, dann müsste er hätte immer nur bis zum S-West fahren können. Das ist der Quatsch. Ja. Und als er es dann nicht mehr benutzt hat,
weil ich gerade schon nicht alleine fahre. Mhm. Aber ich habe es, glaube ich, zwei, dreimal auch alleine benutzt, aber dann auch irgendwie auch gar nicht mehr, was irgendwie schade ist. Mhm. Ja, war eigentlich. Aber ist egal, damit können wir, das können wir echt als zweites Thema machen. Ein paar Geschichten erzählen und die Vorteile davon. Weil ich jetzt sowieso gleich niesen muss, wegen meiner Allergie, war es das erstmal und wir hören uns nach der Musik wieder mit dem ersten Thema. Bis gleich! Ja, willkommen zurück zu Thema Nummer 1. Oh ja, mehr Effekte bitte. Wir sollen so ein Soundboard vielleicht hier einführen. Ja, das machen wir demnächst hoffentlich. Ich denke mal, wenn wir mit diesem Mischpult, also wir wollen ja demnächst mal ins Umperfekthaus, da bietet gerade der Podcast-Verein an, jeden Montag unter professionellen Bedingungen Podcast aufzunehmen. Da wollen wir uns ja mal ein paar Inspirationen holen. Ja. Die haben, glaube ich, auch so ein Effektboard dann. Also Effektboard müssen wir gucken, aber Mischpulte, sagen wir so, wenn wir das nochmal bei mir aufnehmen wollten, da ist noch einiges, was wir technologisch zur Verfügung haben. So an. Ja, ich gebe mich an, ich habe es alles nicht selbst gekauft, aber ist okay. So, Burkhard, also vielleicht hast du es mitbekommen, das Fahrrad, ja, dieses Ding mit zwei Rädern, feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, ja. 1817 hat sich der Herr Dreis gedacht, alle Pferde sind weggestorben, weil Hungersnöte, Ernteausfälle nach napoleonischen Kriegen. Und da muss man jetzt irgendwie anders durch die Gegend kommen und laufen ist scheiße. Also, ne, bauen wir mal irgendeinen Klotz mit zwei Rädern dran. Und ja, seitdem hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und wie ich darauf gekommen bin, das jetzt als Thema heute zu nutzen, das Land Berlin hat wohl beschlossen oder möchte demnächst beschließen, dass sie von aktuell 13% Fahrradanteil im Stadtbereich auf 30% aller Wege, also aller gefahrenen, oder schon aller Bewegungen, die du machst in der Stadt, kommen möchte, ja, mit dem Rad, 30%, und das bis 2025. Das ist extrem ambitioniert. Ja, ist ja stolz. Und da wollen sie auch einige Millionen Euro reinstecken, damit das funktionieren kann. Und ich habe mal ein paar Vergleichszahlen mitgebracht von der Stadt, wo wir uns jetzt befinden, nämlich Essen, und der Stadt, wo ich die letzten 10 Jahre verbracht habe, nämlich Münster. Und Münster, das weiß im Zweifel jeder, auch wenn er sich nicht für Fahrräder interessiert, hat einen Modalsplit. Und das ist halt quasi genau das, wie viele Anteile meiner Wege benötige ich oder mache ich mit welchem Verkehrsmittel. So ist ein korrekter Satz, mehr oder weniger. Ja, geht so. Ja. Wir machen keine Schnitte und wir machen auch keine Retakes, von daher ist das jetzt so. Und in Münster ist es so, dass 16% aller Wege zu Fuß gemacht werden, 10% aller Wege mit ÖPNV, also hauptsächlich Bus, weil mit der Bahn innerhalb von Münster fahren macht nicht wirklich viel Sinn, also das ist dann halt Deutsche Bahn letztlich nur. 36% immerhin noch mit PKW, ja, also ne, vor allen Dingen die Pendler und halt Berufsfahrten sind da irgendwo mit drin. Aber immerhin 38% aller Wege mit dem Fahrrad. Ja. Das ist jetzt natürlich, klingt das so, als wäre Münster da total Hype und alles geil. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass du mit dem Auto in der Stadt überhaupt nicht klarkommst. Ja, du brauchst für Wege, die du zu Fuß gehen könntest, teilweise länger mit dem Auto, als wenn du halt gelaufen wärst. Und du bist halt 100% der Wege unter 5 Kilometer bist du mit dem Fahrrad schneller. Fakt, ja, weil du nie irgendwo einen Parkplatz bekommst, weil du immer erst zu deinem Auto laufen musst, ne, und Fahrrad ist halt original Haustür zu Haustür. Ne. Und darüber hinaus fährst du halt auch mehr Wege. Ja. Wenn du jetzt das mit deinem Verkehrsverhalten hier in der Stadt vergleichst, bei uns in Essen, du fährst morgens zur Arbeit, nachmittags nach Hause und im Zweifel zwischendurch noch einmal irgendwo was einkaufen oder sowas. Ja, oder dann halt abends nochmal irgendwo hin. Ja, in Münster alleine durch die große Anzahl an Studierenden ist es halt so, dass die Leute von Hörsaal zu Hörsaal dann auch irgendwie sich noch bewegen müssen. Das ist also auch da nochmal ein anderes Verhalten. Von daher kannst du das nicht 1:1 auf andere Städte halt übertragen. Ja. Essen wiederum ist irgendwie ein bisschen schlusslichtig, was das angeht. Hier haben wir immerhin 22% aller Wege zu Fuß, ja, was auch okay ist, weil ne, Verwandtschaft ist irgendwie auch hier immer irgendwo in der Nähe, wo man dann hingehen kann. ÖPNV sind stolze 19%, also so schlecht ist unser Nahverkehr schon mal nicht, ist eigentlich. Ja, also ist ja wirklich in Essen, ist ja wirklich gut. Ja, also solange du an einer der Verkehrswege wohnst, ist es geil. Und vor allen Dingen, wenn deine
Routen, die du mit ÖPNV machen möchtest, entlang einer Straßenbahnlinie mehr oder weniger sind. Ja. Ja, sobald du zweimal umsteigen musst, hast du auch schon wieder verloren. Ja, da fährst du auch dann ein Auto. Ne? Das ist nämlich auch der nächste Punkt. 54% aller Wege waren 2011. Ich meine, das ist schon ein bisschen länger her, aber 2011 halt mit dem PKW. Ja. Und der Rest 5% Fahrradanteil. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, 6 Jahre her. Und man merkt auch, dass es mehr geworden ist. Das ist aber die neueste Statistik, die ich irgendwo in der kurzen Zeit jetzt mir raussuchen konnte. Ich glaube, wir sind mittlerweile so bei 7-8% Radanteil. Wird ja auch eine Menge in Essen gemacht dafür, ne? Also genau. Wir haben ja die alte Bahntrasse. Hm? Da ist ja schon mal eins der wichtigsten Punkte. Und nochmal so ein Weg, den der Julian auch gerne fährt, aber meine Mutter auch, ist über Frohnhausen darunter Richtung Messe Essen. Ja. Da kannst du auch sehr schön Fahrrad fahren. Da ist ja auch so eine Trasse. Du meinst der hinten am Renault-Zentrum? Ja, genau. Da kannst du auch sehr schön fahren. Und halt natürlich bei uns, klar, die Trasse kannst du ja von der Stadt bis nach Mülheim mittlerweile. Bis nach Mülheim fahren, ne? Ja, einmal nach Borbeck, das trennt sich ja dann nochmal. Ach so, ne? Einmal nach Borbeck und dann nach Mülheim weiter. Ja. Das ist auch das, was der Robin freut sich ja auch so sehr darauf hier, wenn er seinen neuen Job hat. Da kann er ja auch mit dem Fahrrad fahren, hat er gesagt. Genau. Ja, bald schon auch. Der macht das ja schon regelmäßig dann nach Rüttenscheid. Genau, das ist eigentlich auch... Wird ja viel gemacht. Ich denke mal, die Statistik, vielleicht sind wir so ein paar Prozent drüber. Ja, das könnte sein. Aber mein Problem ist halt, das ist in Essen tatsächlich, ist richtig viel Geld, also im ganzen Ruhrgebiet eigentlich, ist viel Geld in die Hand genommen für diese Freizeitwege eigentlich. Das wollte ich jetzt auch, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ist ein anderes Verhalten, glaube ich. Genau. Der Arbeitsweg oder privat zu Freunden oder abends in der Stadt ist dann wahrscheinlich eher ÖPNV oder halt PKW. Aber am Wochenende, dann steigt man mal aufs Rad, macht eine Tour, aber das ist natürlich dann so eine Sache, wie willst du es kombinieren? Ich habe heute tatsächlich noch darüber gesprochen, warum ich denn nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Tatsächlich. Wem gegenüber? Wem gegenüber? Also was war es für ein Gespräch? Nee, war heute mit Sandra heute Morgen. Ach so, ja gut. Da ging es halt nur darum, warum ich denn nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, weil ich eigentlich ja sehr gerne Fahrrad fahre, auch wenn ich aktuell keins habe. Ist ganz einfach, wir haben keine Dusche in der Firma. Ja, ist aber nicht zwingend notwendig. Also ich weiß nicht, wie weit ist es von dir zu hier mit dem Rad? Weißt du es etwa? 5. Ja gut, 5 Kilometer durch die Essener Stadt ist auch ein bisschen anstrengend. Nee, das Problem ist halt, ich weiß ja, wo ich wohne. Hm? Und den Weg hoch zum Klinikum ist schon eine Steigung. Also ich weiß das von Steffen, das ist schon anstrengend, die Rubenstraße hoch. Ja, zurück, sehe ich auch. Nee, hin. Und hier runter ist... Nee, muss ja hin, muss ich doch hochfahren zum Klinikum. Zurück ist einfach, da kann ich komplett runter fast bis zum Essen West. Runter ist nicht so, aber morgens um 8 Uhr, da den, halt den Berg hoch, ist hart. Ja, es ist vor allen Dingen halt auch die Frage, wie man fährt. Ne? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo das Land Berlin auch versucht anzusetzen. Diese 30% versucht man ja auch mit Elektromobilität dann zu machen. Ne? Und ich glaube tatsächlich, also ich sehe das auch im Prinzip täglich, also ich habe da mittlerweile irgendwie ein Auge für, wenn ich Radfahrer sehe, fällt mir dann sofort ins Auge, okay, ist ein Elektrofahrrad oder ist halt ein normales, ja. Das siehst du auch total am Fahrverhalten der Leute. Oh, das könnte ich mir echt vorstellen. Hey, Elektrofahrrad. So morgens halt den Berg mit Hilfe, klar. Und dann abends, wenn du halt die Kraft noch hast, und dann ist ja egal, wie du zu Hause ankommst, halt ausschalten und normal fahren. Ja, genau. Das könnte ich mir auch schon vorstellen. Weil ist halt dann auch schon, ist halt schon irgendwie auch entspannter, ne, mit dem Fahrrad. Also ist irgendwie cooler. Also cooler in Form nicht von, boah, guck mal, ich fahre mit dem Fahrrad, sondern irgendwie, ein Fahrrad zur Arbeit, bewegst dich, bist du auf jeden Fall wach, wenn du ankommst. Du bist wach und du hast vor allen Dingen irgendwie ständig auch was zu tun. Ja, du machst gerade was und du bist, also zumindest geht es mir so, ich bin jetzt ja auch nicht der sportlichste Mensch, aber ich, zumindest bei längeren Fahrten, nehme ich Ampeln dann auch gerne in Kauf und sage, okay, gut, ich bin jetzt 2 Kilometer am Stück gefahren und jetzt kurz eine Minute durchatmen und dann weiter, ist im Zweifel nicht das Schlechteste. Ja? Wenn du jetzt, klar, von Ampel zu Ampel nur 100 Meter jeweils fährst, ist es extrem nervig. Aber ja, du machst halt was und du bist aktiv währenddessen, wobei du im Auto halt normalerweise rumsitzt und dich über andere Autofahrer aufregst. Und klar, das tust du auf dem Fahrrad im Zweifel auch, aber es ist halt eine andere Art und Weise, den Start der Tag zu starten. Ja? Ich glaube, ich werde das jetzt nächstes Mal ausprobieren. Wenn jetzt der Sommer vor der Tür steht und ich weiß, dass ich abends nichts mehr zu tun habe, fahre ich morgens mit der Bahn zur Arbeit und fahr dann abends wieder zurück. Weil ich denke mal, die Station am Klinikum ist da bestimmt wieder aufgebaut. Mit Sicherheit, ja. Da brauche ich von hier, keine Ahnung, 3 Minuten zu Fuß. Und dann kann ich den Weg ja mal runterfahren und kann das Ding bei mir direkt vor der Tür abstellen. Genau, das ist eigentlich
wie gesagt, das finde ich halt so schade, dass das Verleihsystem hier in der Stadt ein bisschen zu dünn angesiedelt ist. Also in der Innenstadt und hier ist es super, ja. Aber sobald du halt in die äußeren Stadtteile kommst, wird's halt echt rar. Ja, also von mir aus gesehen müsste ich, glaube ich, gute 1,5 Kilometer erstmal zur nächsten Radstation laufen und das macht halt keinen Sinn. Ne? Ich habe mich aber trotzdem dort wieder angemeldet. Also was heißt wieder angemeldet? Mein Konto lief die ganze Zeit. Ja, ich habe halt nur diese Variante monatliche Ratenzahlung, beziehungsweise mittlerweile haben sie auf einmal im Jahr Komplettpreiszahlen umgestellt und das kostet irgendwie 4 Euro im Monat im Augenblick und kannst dafür halt die erste halbe Stunde jeder Fahrt umsonst fahren. Ja, und das hat sich für mich dann einfach irgendwann nicht mehr gelohnt. Ja. Und jetzt ist es halt so, 1 Euro für eine halbe Stunde. Ne? Das ist auch irgendwo fair, wenn du es jetzt mal mit ÖPNV und PKW-Fahren tatsächlich auch vergleichst. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Und ja, also ich werde es auf jeden Fall wieder nutzen, wenn es jetzt ankommt. Ich will ja immer noch, dass wir mal im Sommer um Weinersee mit den Fahrrädern, mit den Leihfahrrädern mal um den Weinersee fahren und dann diese Biergartentour machen. Biergartentour am Weinersee? Sag ja, das ist ja das Witzige. Auf der Campingmesse in Essen habe ich vor Jahren mal am Stand der Polizei übrigens, da gab es Karten, also so Fahrradkarten, und da war auch eine Biergarten-Fahrradtour dabei, wo ich mir dachte, ja cool, wenn die Polizei das schon sagt, dann kann ja Bier trinken und Fahrrad gar nicht, Fahrradfahren ja gar nicht so verboten. Nein, ich fand's halt krass, ne? Gut, klar, 1-2 Radler kannst du ja trinken, ist ja nicht das Problem. Nee, du kannst, also das ist tatsächlich etwas, was jeder Studierende in Münster peinlichst genau innerhalb des ersten Monats dort lernt. Bis 1,6 Promille darfst du. Ach, doch so viel? Ja. Also, das ist absolute Fahruntüchtigkeit, die halt auch fürs Auto gilt. Und bei 1,6 darfst du sicherlich sehr, sehr lange Zeit nicht wieder ans Steuer gelassen werden im Auto. Und beim Fahrradfahren ist es so, klar, wenn du bei 0,3 Promille, also ab 0,3 Promille irgendwie einen Unfall deswegen verursachst, bist du natürlich auch dran. Ja. Aber wenn dich die Polizei mit 1,55 Promille anhält und du bist sonst nicht auffällig gewesen, ja, können die gar nicht. Wusste ich gar dann nicht. Sagen die, ja, schieben sie vielleicht mal weiter, ist dann sicherer. Aber die können nichts machen. Dafür ist allerdings bei 1,6 Promille auch dann der Führerschein. Ja, ja, das weiß ich. Ja? Aber das wollen sie jetzt auch, also es gibt verschiedene Gremien, die das dann auch runtersetzen wollen. Auf 1,1 zumindest. Finde ich ein bisschen übertrieben, also zumindest mit der Strafe dann, dass der Führerschein auch weg wäre. Aber ich fände es nicht schlecht, wenn bei 1,1 dann so ein geringes Bußgeld von, sagen wir mal, 50 Euro oder sowas anfangen würde. Weil ganz ehrlich, das ist eine andere Verkehrssituation, mit dem Rad dort betrunken unterwegs zu sein. Du fährst ja auch ganz anders, aber du kannst trotzdem dich selbst und andere Leute noch dabei gefährden. Ja, ja. Eben. Das. Und ja, aber deswegen ist schon okay, wenn es dafür eine Strafe gibt. Aber ich finde halt, das muss dann auch irgendwo im Rahmen bleiben, weil du möchtest ja eigentlich als Polizei, als Ordnungsamt auch ganz ausgehen, gerne, dass die Leute eben nicht mit dem Auto fahren. Ja, du kannst ja davon ausgehen, wenn die jetzt echt darüber bestimmen, das niedriger zu setzen, dass die ja auch Vergleichswerte haben in Sachen Unfall. Wenn, ja, vielleicht bist du als Fahrradfahrer doch eine größere Gefährdung in der allgemeinen Statistik, als man denkt. Nee, bist du tatsächlich nicht. Also ich habe das immer auch sehr genau verfolgt. Und es geht halt hauptsächlich darum, also diese Argumentationen sind halt nicht wirklich objektiv, habe ich teilweise den Eindruck. Es geht halt hauptsächlich darum, dass man das als etwas Unangenehmes empfindet, dass Leute dort betrunken Fahrrad fahren, ja. Und dass das ja nicht gehen könne. Und ja, haben sie ja auch irgendwo recht, ne. Aber nochmal, du willst ja gerade, dass die Leute nicht ins Auto steigen. Ja. Ja? Und viele von denen, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt am Wochenende in den Biergarten und fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause, sagen dann halt auch, sag mal, wofür? Dann trinke ich lieber meine 3 oder, wenn sie mutig sind, 4 Bier dort, ja. Und steigen dann noch wieder ins Auto. Ja. Weil dann, in Anführungsstrichen, ist es denen dann auch wieder fast egal. Ja? Und, ja, weiß ich nicht, ich will ja auch kein jetzt Werbebanner für Alkoholismus tragen. Ne? Mal aber das ist halt, ja, mal wieder. Aber das ist halt auch etwas, was du mit dem Fahrrad irgendwo noch machen kannst, was halt anders nicht möglich ist. Ja. Ne? Und du nutzt halt auch Wege, die abseits der Hauptrouten sind. Ich meine, du fährst ja jetzt nicht mit 1,5 Promille einmal quer über die Bottroper Straße. Ja. Das ist dann ja auch nicht irgendwo mit drin. Ne? Falsch abgebogen, ist auf A40. Stehst du da. Ja. Burkhard, hast du in deinem Leben schon mal etwas von dem Begriff Critical Mass gehört? Nein. In Verbindung mit Fahrrädern? Nein. Dazu wollte ich dir eigentlich noch ein Video gezeigt haben. Stimmt. Ja, Critical Mass ist eine Sache, die, glaube ich, wie so vieles ursprünglich aus den Staaten kommt.
und ist eigentlich von der Idee her eine Art unorganisierter Protest, ja, der für mehr Raum im Verkehrsraum für Radfahrer und Fußgänger irgendwo sein soll, also hauptsächlich für Radfahrer. Und gerade in Deutschland ist es sehr im Kommen in Berlin und Hamburg. Was schätzt du, wie viele Leute zu so einer Fahrraddemo monatlich hingehen würden, in Berlin und oder Hamburg? Oh, ich habe hier mal in Essen Holzhausen gesehen. Mhm. Das waren bestimmt 200-300. Ja, das kann im Sommer durchaus sein. Also ich habe die Zahlen für Essen nachgeschaut. In Essen war es im letzten Monat, waren es 111, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wenn die Zahlen stimmen. Ich war das war so witzig. Das waren nicht alles normale Fahrräder. Da sind ja viele, die auch einfach auffallen wollen mit ihren außergewöhnlichen Rädern. Das war echt eine coole Aktion. Also sah witzig aus. Ja, und jetzt sage ich dir die Zahlen für Berlin und Hamburg aus dem letzten Monat. Mal 10. Berlin 3.500. Oh, mal 30. Und in Hamburg 5.000, angeblich, also nach Anführungsstrichen Angabe der Veranstalter. Aber das Witzige dabei ist, es gibt keinen Veranstalter. Es ist im Prinzip, es gibt nur den Termin. Ich glaube, in Hamburg ist es so letzter Freitag im Monat. Ja. Und es wird gesagt, wir treffen uns da und da und dann wird losgefahren. Ja. Und dann fahren die einfach durch die Gegend. Und die nutzen dann einen Sonderparagrafen aus der Straßenverkehrsordnung, der, glaube ich, wahrscheinlich eigentlich für Fahrradrennen oder Teams halt gedacht ist, ja. Sobald du mehr als 15, sprich ab 16 Fahrräder hast, die zusammen in Kolonne fahren, dürfen sie A, grundsätzlich auf der Straße fahren, B, grundsätzlich zwei Leute nebeneinander fahren und C, sie werden als ein geschlossener Verband betrachtet. Sprich, wenn eine Ampel bei der zweiten Zweiergruppe auf Rot schaltet, dürfen alle 16 drüber. Und jetzt rechne das mal bei 5.000 hoch, wie lange das dauert. Ja? Und genau dieses Ereignis legt von Frühling bis Herbst ständig Hamburg, einmal im Monat, ja, am letzten Freitag des Monats, abends, 19 Uhr, komplett lahm, ja, bis da diese paar tausend Radfahrer durch die geballert sind. Ja. Was ist das denn? Ich meine, es ist natürlich extrem witzig irgendwie, sich das so anzusehen, aber wenn du da als Autofahrer du bist Freitagabend, du willst nach Hause. Ich fand es schon bei in Holzhausen war es auch so, das war auf der Gemarkenstraße, die kreuzt ja, boah, scheiße, was ist das denn für eine Straße? Ich glaube, die Holzhauser Straße kreuzt ja. Kann man. Und dann fahren die da drüber und das war auch so eine Ampel, das dauerte, bis die alle durch waren, selbst bei, da war auch, ich glaube schon, dass ein paar mehr als 100 waren, dauert das schon ein bisschen, bei 3000. Genau, und das ist eben der Punkt. Es gibt dort keine Führung, es gibt dort nicht. Das ist nicht so, als ob das eine angemeldete Demonstration wäre. Die gute alte, ne? Facebook-Veranstaltung. Ja, im Prinzip ist es sowas. Ja. Und hier in Essen, habe ich es mir natürlich auch angeguckt, ist es nicht der letzte Freitag im Monat, es ist der zweite Freitag im Monat. Das heißt, Burkhard, kommende Woche Freitag, ach so, ja, würde ich da gegebenenfalls hingehen. Das ist auch Karfreitag, da haben wir also entsprechend frei im Prinzip. Ich weiß nicht, ob du hier arbeitest am Karfreitag. Nee, ich glaube nicht. Ne? Aber Karfreitag, 19 Uhr, Willy-Brandt-Platz, ist da am Hauptbahnhof. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Und treffen wir uns einfach um 16:30, gucken erst Leben des Brian. Und fahren dann mit der Fahrraddemo mit. Ja, ich hätte da, was heißt mitfahren? Also, die fahren da auch ein bisschen Strecke und ich weiß nicht, ob ich das mit den Leihfahrrädern dann machen möchte. Schauen wir mal. Aber du kannst halt auch dich immer einklinken und wieder rausfahren, weil du bist ja nicht Teil irgendeiner Organisation dort, ne? Deswegen, also ich könnte mir das schon vorstellen, mir das zumindest mal anzugucken hier. Und wenn da nur Spackos sind, dann lassen wir das auch ganz schnell wieder. Ja. Deswegen, also ist einfach in der Woche nach Karfreitag heute dann, ob da nur Spackos waren oder nicht. Ja, ganz genau. Ja. Und wie gesagt, ich finde es halt faszinierend, dass das in Deutschland und gerade, ich meine, Hamburg und Berlin sind halt auch Städte, wo es auch Sinn macht, da Radverkehr zu fördern. Ich meine, das macht in Essen auch Sinn, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Oh, schön am Kreisverkehr am Nürnberger Platz. Ja. So 200 Fahrräder, die einfach nur im Kreisverkehr fahren. Ja. Also es ist glaube ich, eine relativ spannende Nummer, wenn das dann auch eine gewisse Masse halt erreicht. Ne? Ja, wir müssen mehr Fahrrad fahren, ich weiß. Ja, das ist auch tatsächlich für mich einer der, das, sagen wir mal, kommende Ziel, nächsten oder übernächsten Monat, mir hier ein neues oder gebrauchtes Rad dann erstmal anzuschaffen, denn der Weg von mir zu dir sind mit dem Rad knapp 3 Kilometer. Ja, ich weiß, ist ja auch, das ist auch keine Strecke. Das ist echt mega entspannt eigentlich. Und auch die Steigung hier, das relativiert sich ja alles. Dadurch, dass du ja im Prinzip hier viele Senken hast, ja, und dadurch sowohl Steigungen als auch Abfahrten dann im Wechsel immer stehen.
Ja, du kannst auch cool, musst ja nicht immer an der Hauptstraße entlang fahren. Genau. Kannst auch cool abkürzen, da hast du, glaube ich, auch ein bisschen was gespart. Das geht ganz gut. Ja. Mir sind ja auch tatsächlich schon einige Fahrradstraßen aufgefallen in letzter Zeit. Also, ich weiß auch gar nicht, ob jeder Autofahrer hier weiß, was in der Fahrradstraße gilt. Ja? Wüsstest du, wie du dich gegenüber, was Fahrradfahrer dürfen in der Nein. Ja? Also, Radfahrer dürfen in der Fahrradstraße grundsätzlich auch nebeneinander fahren. Ja? Können sie in Anführungsstrichen auch auf normalen Straßen, aber sie dürfen dabei den restlichen Verkehr nicht behindern. Ja? Und wenn jetzt wir beide durch eine Fahrradstraße fahren würden und hinter uns ist ein Porsche, der vorbei möchte, haben wir das Vorrecht, dort zu fahren, wie wir lustig sind. Ne? Und zwar sowas von langsam. Und zwar sowas von langsam, ja, aber ich glaube nicht, dass das die meisten Autofahrer wissen. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch kein Vorwurf gegenüber den Autofahrern, weil, ne? Ich weiß jetzt beispielsweise auch nicht mehr, wie genau meine Zuladung wäre oder was für ein Anhänger ich fahren darf. Ja, ne? Also, ne, von daher, das sind halt Themen, mit denen man sich im normalen Alltag nicht beschäftigt. Aber auch darum geht's halt, ne? Dass jeder, der irgendwie selber auch Rad fährt, hat dann wiederum ein anderes Auge nochmal für Radfahrer, wenn er sie als Autofahrer irgendwo trifft. Ja, sehe ich bei Julian immer. Ja. Wenn der bei mir mitfährt im Auto, und der ist eigentlich gar kein Auto, der fährt auch nur Fahrrad. Wenn der Fahrradfahrer sieht, wie der quasi gerade zu kämpfen hat im Verkehr, fühlt er immer mit dem mit. Ich als Autofahrer, der nicht so oft Fahrrad fährt, sehe das überhaupt nicht. Ja. Also ich sehe den Fahrradfahrer, damit ich ihn nicht umbringe, aber ich sehe das nicht, dass der da gerade irgendwie scheiße behandelt wird im Straßenverkehr. Genau. Aber stimmt, Fahrradfahrer und Fahrradfahrer achten da schon aufeinander. Ja, deswegen, also es muss ja gar nicht so sein. Wie gesagt, diese 30%, die hier drinstehen für Berlin, da geht es ja gar nicht mal so sehr darum, dass auch wirklich ständig die Leute mit dem Rad dann fahren. Aber es geht darum, dass erstens die Politik sich bewusst dafür einsetzt, ein Bewusstsein zu schaffen bei den Leuten, dass es eine Alternative ist. Und zweitens die Verkehrswege anzupassen, dass es machbar ist. Also in Infrastruktur zu investieren. Ja. Und da habe ich, das finde ich schon irgendwo ganz geil. Geht natürlich auch auf Kosten der Autofahrer, ne? Also auch, ja, gut, klar. Ne, Platz, was du dann an Straßenfläche hast, das musst du dann irgendwie anders. Ja, als Autofahrer verteilen. Auch. Also, ja. Ich weiß nicht, ich fluch ja schon ab und zu immer so den einen oder anderen Fahrradfahrer, der dann halt irgendwie mittig fährt oder so, oder. Ja, auch das ist ein interessanter Punkt. Ja, machen wir also. Ja, der darf wahrscheinlich mittig fahren, ne? Relativ, ja. Der muss, glaube ich, ja, der gilt halt ganz normal als Straßenverkehrsteilnehmer. Aber ist halt manchmal ein bisschen nervig, aber ich bin jetzt auch nicht, du kennst mich ja beim Autofahren, ich bin eigentlich immer sehr relaxed, weil mich das eigentlich alles überhaupt nicht interessiert. Man kommt schon irgendwann mal von A nach B. Ja. Aber, ja, ist natürlich klar. Aber muss halt auch die Straßen einfach dafür schaffen. Genau. Bringt jetzt halt auch nichts zu sagen, okay, 30% der Leute fahren Auto, Fahrrad, aber die Straßen sind so eng, dass die Autofahrer nicht vorbeikommen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, zum in der Mitte fahren sind es hier, glaube ich, zwei Punkte. Das erste ist, der rechte Teil der Fahrbahn, also die Fahrbahnen sind bei uns in Essen ohnehin schon relativ schlecht, aber der rechte Teil direkt vom Bordstein ist meistens der schlechteste, weil auch die Gullis am rechten Fahrbahnrand meistens nicht super eingefasst sind, sodass du da immer Senken drin hast. Und das zweite ist, du darfst als Radfahrer, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa von der Außenkante deines Lenkers etwa einen Meter Abstand zum Bordstein bzw. zu den parkenden Autos haben. Ja. Sollst es sogar, weil du halt öffnenden Türen ausweichen können musst. Und jetzt setz das mal einen Meter plus nochmal, sagen wir, die 20, 30 Zentimeter Lenkerbreite, bis du da in der Mitte bist. Ja. Das ist schon quasi die Mitte der Fahrbahn. Das stimmt. Ja. Und da sage ich auch ganz, ganz bewusst, ja, Fahrradfahrer, bitte in die Mitte der Fahrbahn, als dass ich versuche, noch auf einer zweispurigen Straße nochmal mit 5 cm Abstand den dann zu überholen. Da bin ich übrigens auch sehr groß, also da mache ich nicht. Ich fahre immer sehr großzügig im Fahrradfahrer herum, weil ich selbst als Fahrradfahrer weiß, wie beängstigend sowas ist, wenn das Auto direkt neben dir fährt. Genau. Nee, wie gesagt, also nochmal abschließend, ich finde, das ist ein interessantes Ding, ja, wo die Stadt Essen auch, dass sie denen ja viel Geld in die Hand nimmt und auch andere Städte viel Geld in die Hand nimmt. Und das ist paradoxerweise halt genau dafür, dass es weniger Stau in den Städten gibt. Ja, ist weil ja jedes Fahrrad, was auf der Straße ist, ist ein Auto weniger. Ja. Ist ja auch so ein Projekt hier im Ruhrgebiet, diese Fahrradstraße. Das ist ja auch, dass man hier. Du meinst den RS1, den Radschnellweg? Oder genau, den Ruhrradschnellweg, wie der heißt, dass man da ja verschiedene Ruhrgebietsstädte verbindet. Da soll ja so Fahrradboxen entstehen mit so Erste-Hilfe-Sachen, also mit so. Du meinst ja nicht Erste-Hilfe, sondern also Reparatursachen. Reparatursachen, da soll ja eigentlich so eine Infrastruktur geschaffen werden. Aber es ist halt auch eher so ein Freizeitweg. Glaube ich, weil der ist halt wieder zu sehr abseits von, ich fahre jetzt mal von, weiß ich nicht, von Mülheim nach Essen zum Arbeiten, aber ist halt schon mal eine Verbindungsstrecke, ne? Das hat mich übrigens so aufgeregt, ja, der
der kreuzt ja unter anderem den Berthold-Weiß-Boulevard. Ja. Ja. Und der Berthold-Weiß-Boulevard wurde angefangen 2010 zu bauen, so eine Art, 2008 vielleicht. Ja, ja, kann sein. Über die gesamte Länge, zumindest soweit ich weiß, hat der keinen Fahrradweg. Ja, da steht ein Schild an den Fußgänger, also am Bordstein, fahrradfrei. Ja, aber das heißt, streng genommen, nicht zwingend Schrittgeschwindigkeit, aber das heißt, dass die Fußgänger zu 100% Vorrang haben. Ja, und nee, das kann es doch nicht sein. Du kannst doch nicht. Und da hättest du den Platz gehabt. Da hättest du nur allen Platz der Welt und es ist halt auch einfach sportbillig, Fahrradinfrastruktur zu bauen. Ja. Ja, gegenüber Autoinfrastruktur. Und ich kann die Stadt und das Land nicht verstehen, warum sie das da nicht hingesetzt haben. Vor allen Dingen, weil es eine neue Nord-Süd-Trasse durch Essen sein soll und dazu halt genau an diesem Radschnellweg da durchkreuzt. Also in der Mitte sogar, genau, quasi vom Boulevard aus gesehen. Ja, also das verstehe ich bis heute nicht. Und ja, das ist es halt. Man muss jetzt nach und nach, denke ich, von diesen Freizeitwegen die Infrastruktur schaffen, dass die Leute auch dann in die Städte rein radeln können. Aber ich finde, es ist halt ein medienwirksames Projekt und es ist etwas, was die Leute dann auch annehmen. Und vor allen Dingen, vielleicht ist das ja auch die Strategie dahinter, wenn du halt in deiner Freizeit, wir sagten es eingangs, ne, am Wochenende dann eher mal so ein bisschen aufs Rad, ein bisschen Ausgleich schaffen, ein bisschen Freizeit haben, wenn du damit überhaupt anfängst und das Rad als Alternative hast, wenn das Auto zum Beispiel dann mal irgendwann kaputt ist, ne, ist das ja schon mal ein Anfang. Du hast dann das Rad wenigstens vor der Haustür stehen und kannst theoretisch damit fahren. Du machst es halt nur nicht zu Ende. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Das stimmt. Ja. Spannendes Thema hast du dir da rausgesucht. Ja, oder? Also mit ich finde auch. Zahlen, Daten, Fakten, meine. Ja, ich gebe mir halt Mühe, ne? Also ich weiß nicht, das ist allerdings auch nicht etwas, was ich mir jetzt einfach mal so angelesen hätte, sondern das ist auch etwas, was mich die letzten Jahre durchaus immer mal wieder beschäftigt hat. Ja gut, du hast natürlich auch den krassen Vergleich zwischen Essen und Münster. Genau. Ja, ich bin da auch einigen Fahrradadvokaten gefolgt als Blog, ja. Das ist einer der Gründe, warum ich mir, glaube ich, Twitter auch mit angeschafft habe, ich glaube, der Mann heißt Michael Colville-Anderson, ja. Ist der Chef von einer Designfirma eigentlich in Kopenhagen und Kopenhagen ist ja das Fahrradaushängeschild. Ja. Ja, also Hauptstadt seines Landes und trotzdem halt über 30-35% Radverkehrsanteil, ja. Also im Prinzip das, was Berlin mal machen möchte, ne? Nur halt nur mit 600.000 Einwohnern. Aber ja, von daher kommt, glaube ich, auch, also von dort und von den Niederlanden halt kommt diese Idee mit den Radschnellwegen halt. Ah, okay. Dass du versuchst, die Leute aus dem Umland zu bündeln und dann in deine Stadt reinzuziehen. Ja. Und ja, dem bin ich halt ursprünglich auf Twitter gefolgt, weil er halt da ganz interessante Punkte genannt hat und wegen Design halt auch nette Anschaubilder dafür geliefert hat. Ja. Und ja, doch, das ist halt, finde ich, ein spannendes Thema und das macht halt Spaß, Fahrrad zu fahren. Ja, finde ich auch. Cooler Abschluss auch. Also wie gesagt, Vorsätze, mehr Fahrradfahren, Fahrräder kaufen und dann mal schauen, was Essen zu bieten hat. Das ist so ein spannendes Thema. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal im Sommer nochmal aufnehmen als Folge, so von wegen... klar, wenn wir spätestens ja, wenn wir die Fahrradtour oder diese Fahrraddemo mitmachen, dann auf jeden Fall. Ja, gleich erzählen wir euch noch ein paar lustige Geschichten über Metropole Ruhrrad. Nee, heißt das nicht? Heißt das so? Metropolrad Ruhr. Metropol. Und die Mutterorganisation ist Nextbike. Nextbike. Ja. Wir erklären euch einmal das System, falls das jemand noch nicht kennt oder noch nicht verstanden hat, worüber wir schon drüber gesprochen haben. Und da gibt's echt noch ein paar coole Stories, die wir damit schon erlebt haben. Und jetzt erstmal wieder viel Spaß mit unserer Musik und bis gleich. Zweites Thema. Wir bleiben heute beim Überthema Fahrrad. Ich weiß, war nicht abgesprochen, dass beide Themen immer ein Hauptthema haben sollten. Aber finde ich irgendwie ganz cool. Ja, wie es halt passt, ne? Ja. Und in dem Falle ist es, glaube ich, ganz nett, wenn wir nochmal wirklich in diese Verleihrad-System-Geschichte reinschauen. Ja. Ja. Auch da kann ich tatsächlich noch ein paar Hintergrundsachen sagen, cool, aus anderen Ländern und Städten. Woher das überhaupt kommt und warum das eigentlich eine extrem gute Sache ist. Ja. Ja. Und du sagtest schon, also ich fange einfach mal mit der Historie an, wie wir darauf aufmerksam geworden sind. Ich hatte das, glaube ich, im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs, hat das Essen hier, oder vielmehr das gesamte Ruhrgebiet, sich dieses Metropolrad Ruhr angeschafft.
Und ursprünglich halt mit relativ wenigen Verleihstationen angefangen. Das haben sie in der Zwischenzeit auch nochmal aufgestockt. Aber auf jeden Fall von der Idee her, du fährst mit dem Rad durch die Gegend und kannst ja diese Kulturpunkte dann, die Hotspots dann auch irgendwo anschauen. Ja. Und von da aus haben sie es dann weiter ausgebaut, nochmal ein bisschen, sodass du auf jeden Fall in der Innenstadt und an den Universitätsstädten, die wir halt im Ruhrgebiet haben, dort halt gut zurande kommst. Ja. Du bist streng genommen noch eingeschrieben, oder? Na, ach so, ja. Nein, ach so. Doch. Ja, ich habe die erste halbe Stunde quasi immer frei, glaube ich, oder so ähnlich war es. Die erste halbe Stunde ist immer frei. Mhm. Und ich glaube, die erste Fahrt, die wir wie ich gemacht haben, war tatsächlich mal von mir bis in die Stadt. Mhm. Das heißt, von der Röntgenstraße bis zum Berliner Platz, als wir mal zum Poetry Slam wollten, Steffen und ich. Da haben wir bei mir erst Fußball geguckt und haben dann gesagt, komm, dann nehmen wir mal diese Raststation, weil direkt an beiden Punkten ist halt eine Raststation. Und dann fanden wir es irgendwie ziemlich cool. Nee, das war gar nicht, das war zur EM oder WM war das. Genau, in der Wäschehalle haben wir EM oder WM geguckt mit ganz vielen Freunden. Und da ist auch so die erste lustige Geschichte eigentlich entstanden. Da waren wir nämlich nach dem Spiel, wir haben so am Limbecker Platz, da ist ja ein großer Kreisverkehr. Ja. Und die haben den komplett gesperrt nach dem Spiel. Und das Verkehrs- Autokorso und so, ja, wollten sie alles sperren. Das heißt, der war frei. Und da war unsere coole Idee. Richtig. Jetzt, wo man weiß, dass man 1,6 Promille ja haben darf, dass wir mit den Fahrrädern um diesen Kreisverkehr herumfahren, als er leer war. Anmerkung am Rande, in den Geschäftsbedingungen von Nextbike steht eindeutig, dass du nicht alkoholisiert fahren darfst. Aber mach weiter. Ach, egal. Ist eine lustige Geschichte. Ja, ist so. Auf jeden Fall sind wir dann, weil die anderen waren irgendwie zu geizig, sich da eben einzuschreiben. Wir hatten halt nur zwei Accounts. Dann sind wir dann mit zwei Fahrrädern zu sechs allerdings auf diesen Teilen gefahren und sind dann irgendwie zwei Runden um diesen Kreisverkehr gefahren. Auch das steht da drin, dass man sich da. Ja, was aber alle mega lustig fanden. Und da gibt's bis heute gibt's auch noch zwei coole Videos, irgendwie wir völlig geisteskrank mit diesen Fahrrädern um diesen Kreisverkehr fahren, der aber einfach komplett leer war. Ja. Und das hat aber riesig Spaß gemacht. Und das war so das erste lustige Erlebnis. Das zweite lustige Erlebnis, woran ich mich erinnern kann, ist, da waren wir mal, na ja gut, jetzt mit dem Alkohol in den Nutzungsbedingungen ist das jetzt nicht ganz so praktisch, aber wir waren mal im Nordrücken und sind dann von da bis zu mir mit dem Fahrrad gefahren. Steffen, du und ich, genau, quasi Wettrennen von Nord bis Röntgenstraße. Das sind so knapp 3 Kilometer. Ja, wie die Bescheuerten sind wir da gerast bis zu mir. Er geht ja auch fast die ganze Zeit bergab. Ja, richtig. Und auf dem Fahrrad selber, leicht alkoholisiert, fühlte man sich komplett, keine Ahnung, übermenschlich fit und rasend schnell. Mhm. Und als man dann vom Rad abgestiegen ist, nach dieser kleinen sportlichen Dauerleistung, wurde mir nur leicht übel, als ich vom Fahrrad gestiegen bin. Und dann ging es mir überhaupt nicht gut danach. Und ich weiß auch, dass es Steffen ebenfalls so ging. Und ich glaube, du bist ja durchgefahren, bis Borbeck Süd. Da ist ja noch eine Station, ne? Ja, stimmt sogar. Ja, ich habe das Ding einmal zugemacht und dann wieder mitgenommen. Und ich weiß nur, Steffen da auch an der Röntgenstraße gehalten hat, ist dann zum Bus gesprintet und ist ihm dann auch aufgefallen, sein Bus saß, dass eben alles so ein bisschen schummrig wurde. Ja. Weil ist ja klar, ne? Adrenalin auch so ein bisschen und dann bist du ja trotzdem auch leicht angetrunken. Und das war eigentlich auch eine witzige Sache. Du hast jahrelang nicht wirklich Fahrrad gefahren. Genau. Ne? Aber hat das auch mal nicht verschweigt. Trotzdem abends mal was gemacht noch für sich, ein bisschen für die Fitness. Und das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Und die dritte lustige Geschichte war sowas ähnliches. Da habe ich auch am Vortag getrunken und am nächsten Tag ziemlich früh mich mit Steffen getroffen am Essen West, um nach Bochum zu fahren, zum VfL. Und dann kam ich auch auf die Idee, weil ich gerade so mega heiß auf diese Fahrräder war. Mhm. Ich laufe nicht zum Essen West, sondern steige aufs Fahrrad. Auch und clever eigentlich. Gemütlich Fahrrad fahren ist nicht so das, was ich dann irgendwie wollte, hat auch nicht so viel Zeit, bin dann auch wieder gerast wie Sau. Mhm. Komm am Essen West war noch an und mir war das so schlecht. Steffen meinte nur so, hast du mal so ein Farbe im Gesicht gehört? Und er erwartete mich dann schon mit zwei Staudern da und ich habe dann erstmal mir eine Cola reingepfiffen und danach noch ein Wasser, um irgendwie klar zu kommen, weil mir sowas von übel war. Und das sind aber alles so Sachen, ist ja egal, aber besser als laufen, auf jeden Fall. Und die Strecke ist auch wirklich nicht weit eigentlich, aber mir war richtig übel. Und dann haben wir es halt oft eine Zeit lang halt noch genutzt für diese kurzen Strecken. Bei Steffen war immer der Vorteil, von ihm zu mir ist nur bergab. Hat er sich am Klinikum mein Fahrrad geliehen, bis zu mir runter und dann war er bei mir. Zurück meistens dann nicht mehr, weil dann ist er meistens nur noch von mir bis zum Essen West und den Rest gelaufen. Manchmal hat er die Strecke aber auch noch gemacht. Ja. Und das Ganze, habe ich ja schon erzählt, hat aufgehört, als dieser Sturm die Fahrradstation am Uniklinikum zerstört hat. Weil, das ist aber auch Jahre her, ne? Ich weiß, 2014 muss das gewesen sein. Ja, sag ich ja. Lange nicht mehr dieses
Ding benutzt. Und jetzt ist mir heute aufgefallen, dass die Station an der Röntgenstraße anscheinend neu aufgebaut worden ist. Genau. Oder neu bestückt worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Früher, also ich glaube, entweder musste die wegen irgendwelcher Bauarbeiten dort abgebaut werden. Also ich habe mir das auch mal durchgelesen bei denen auf der Homepage. Die wurde entweder abgebaut, ja, oder gar nicht erst dort in Betrieb genommen, wie sie eigentlich in Betrieb genommen werden sollte. Und wurde dann erst nachträglich dann wirklich mit so einer Abholsäule und allem, was dazugehört, dann dort auch installiert. Weil vorher war es ja so, dass dort die Fahrräder im Prinzip an Zaun angekettet waren. Ja, stimmt. Und jetzt sind da diese richtigen Abgabeplätze. Weil das ist für mich eigentlich optimal, um unten zum See zu fahren und dann die Trasse ein bisschen entlang oder in die Stadt. Ja. Also ist eigentlich eine super geile Position, werde ich mir jetzt euch mal vornehmen, auch bei gutem Wetter. Zur Not einfach mal eine Stunde mit dem Fahrrad raus, da runterfahren, sich da mal eben auf die Wiese pflanzen, ein, zwei Texte schreiben und dann nochmal so eine kleine Runde drehen und dann wieder zurück. Ja. Werde ich mir mal vornehmen. Ja, ich habe vor allen Dingen auf jeden Fall noch noch 12 Euro Guthaben für das Ding. Ja. Weil die bei mir halt, ursprünglich war die Ansage, dass, wenn es jetzt in den neuen Bezahlmodus, sprich, wo die dann auf einmal 4 Euro pro Monat haben wollten, wechseln soll, dass das dann automatisch ausläuft, wenn man sich nicht vorher meldet. Ja. Mhm. Ist aber nicht. Sie haben schön freudig weiter abgebucht. Ah, okay. Das habe ich halt immer erst einen Monat später dann an der Kreditkartenabrechnung gesehen. Ah. Und beim ersten Monat dachte ich mir noch, ja komm, ne, pfeif drauf. Zweiten habe ich dann vergessen und nach dem dritten Monat habe ich dann gesagt, immer Leute, was ist jetzt eigentlich los? Wollt ihr das mal abschalten oder nicht? Ja, und ich glaube, keiner von meinen Freunden würde sich wundern, wenn ich irgendwann erzähle, ich zahle seit 3 Jahren noch weiter dieses Abo. Ich habe es nie abgemeldet. aber ich bin mal, ich glaube schon, dass wir es damals gekündigt haben. Mhm. Sonst will ich auch, glaube ich, ab und zu mal eine E-Mail von den nächstes kriegen. Ja. Ich glaube vor allen Dingen, ich glaube, im Zweifel, du bist noch in dem System. Nein, das finde ich auf jeden Fall. Also richtig, ich denke, ich habe einfach nur diesen Dauerauftrag gekündigt. Genau, und dann bist du auf jeden Fall noch da quasi mit Kundenkonto vorhanden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und könntest dich jederzeit wieder freischalten lassen. Müsstest dann aber nur einmal irgendeine Kontoverbindung angeben, damit die dir quasi ein Grundguthaben einbuchen können, ja. Und wie gesagt, es ist halt die Frage, wie man es nutzt, ne? Und für die 4 Euro im Monat musst du halt mindestens an 4 Tagen im Monat das Ding auch nutzen. Ja. Ne? Und das weiß ich nicht, ob man das wirklich tut. Geht ja auch nicht in allen Monaten, ne? Genau. Also im Winter fahre ich damit nicht. Na, kommt halt drauf an. Also für mich wäre es halt vor allen Dingen interessant, wie du halt sagtest, wenn man denn das dann so machen möchte, ich komme hier hin und man fährt dann von da aus weiter, finde ich das gar nicht mal schlecht, wenn du halt dann mit deinem Privatfahrrad nicht überall hinfahren möchtest. Ja, ne? Kannst du damit irgendwo zur Trasse hinfahren, dein Privatfahrrad da abstellen und dann mit dem Leihfahrrad die restlichen 4 Kilometer fahren. Und ich muss auch ehrlich gestehen, von der Ausstattung her oder von der Zustand der Fahrräder war ich immer irgendwie begeistert, immer mir ein schlechteres. Es sind jetzt nicht die 500 bis 1000 Euro Fahrräder. Ja, doch, insgesamt schon. Weil oder vielleicht waren sie Spezialanfertigungen. Ja, richtig, aber ich war dann von irgendwie nie gesagt, boah, nee, kack, scheiß Fahrrad. Da hatte ich immer Glück, dass ich gutes Fahrrad hatte. Reifen waren super und alles safe. Und ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Hat eigentlich immer Spaß gemacht. Ich hatte 2-mal Probleme damit. Das erste Mal war das allererste Mal, wie ich es überhaupt geliehen hatte. Da funktionierte das Licht bei meinem Fahrrad nicht. Okay, kann passieren, wenn da irgendein Kabel halt nicht steckt oder sowas. Ne? Und das zweite, da war die Gangschaltung im Eimer. Ah, okay. Da bin ich aber auch nur von dir hier. Da sind wir ins Anyways in Frohnhausen gegangen. Mhm. Ne? Und da bin ich von dir hier, von der Röntgenstraße, dann einmal quer durch Altendorf nach Frohnhausen hochgefahren, weil halt die Bahnverbindung, ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Da musst du am Frohnhauser Platz da hast du geparkt und kamst ein bisschen später, hast du ein bisschen Fahrrad gefahren. Ja. Stimmt, ist auch noch. Und wie gesagt, gerade dafür, wir haben es ja vorhin auch besprochen, in Essen, wenn du mehr als einmal umsteigen musst oder halt die Wege jetzt gerade ziemlich verquer sind, ja. Ist der ÖPNV halt nicht so perfekt. Und ja, das gerade als Querverbindung ist auch nicht schlecht. Ich finde es halt mega spannend, dass man halt dann den ursprünglichen Busweg oder auch Autoweg dann einfach irgendwie abkürzt durch andere Straßen, hat man halt diesen Heimvorteil, dass man hier sich blind auskennt und man den kürzesten Weg einfach kennt. Ja, das ist genau mit Auto so, ja nicht möglich. Nee, ja. Ist genau wie das, was ich gesagt habe, wenn ich hier zur Arbeit fahre, ich würde auch nicht an der Hauptstraße entlang fahren, sondern durch Frohnhausen durch, dann die Breslauer hoch und dann hast du den halben Weg schon geschafft und dann bist du auch schon fast am Klinikum. Also ich würde da gar nicht den ganzen Weg da hochfahren am Essen-Westbahnhof lang, ist totaler Quatsch. Deswegen kann man da eigentlich ziemlich cool abkürzen. Und wenn man mal sagt, man möchte nicht erst bei mir vorbei zur Röntgenstraße das da abstellen, kann ich auch am besten abstellen und von da laufen. Mhm. Ja, da hat man eigentlich genug Vorteile. Warum haben wir es denn seit 3 Jahren nicht mehr gemacht? Ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir das auf jeden Fall für dieses Jahr fest vorgenommen. Deswegen habe ich da auch
ich weiß gar nicht mehr, genau, das war mal zurück zwei Wochen gesehen. Du erinnerst dich wieder mal ein Spiel bei den Moskitos. Ich bin mehr oder weniger wutschnaubend angekommen. Boah, ja. Meine Fresse. Leute, ich hatte mir das so schön rausgelegt, ja. Ich fahre mit dem Bus zum Bahnhof und fahre dann am Bahnhof weiter direkt zur Eissporthalle. Und auf einmal die Haltestelle, bevor meine dann kam, biegt der Bus ab. Ohne jegliche Ansage. Im Internet stand nichts, im Bus gab es keine Aussagen. Der Bus biegt einfach ab und fährt in die falsche Richtung. Ich bin dann damit bis zur Endhaltestelle gefahren und dann musste ich 2,5 Kilometer zur Eissporthalle laufen, um mich dann mit den anderen dort zu treffen. Ja, lass nicht vergessen, es war an einem Freitag nach der Arbeit. Ja, auch das noch. Das ist ja einfach immer so ein besonderer Tag, dann Freitag nach der Arbeit. Und dann begrüßt man den Maddi am Bahnhof mit der Kanne Pilz. Hey, gute Laune und kriegt einfach nur, boah, halt dein Maul, ich bin scheiße drauf. Yay, was ist wieder los? Und dann aber die Geschichte ist schon, ja, ich hätte auch null Bock, also ganz ehrlich, ich hätte null Bock vom Schulterpatt zur Eissporthalle zu laufen. Ja. Ich hätte mir, also entweder hätte ich mir ein Taxi gerufen, oder ich wäre mir nach Hause gefahren und gesagt, ihr könnt mich mal. Ja. Weil, boah, ich hatte die Karten ja schon. Das ist auch eine ach stimmt, du hast für uns auch noch die Karten gehabt. Weil das ist wirklich eine richtig, also es geht mir gar nicht um die Strecke an sich, um zu laufen, weil das ist aber einfach eine unfassbar beschissene Strecke. Ja, du kommst nicht an einen schönen Sehenswürdigkeiten. Nee, überhaupt das nicht. Zumindest nicht. Das ist auch so eine Strecke, boah. Und genau da habe ich nämlich überlegt, ob ich das nicht noch habe und habe dann kurz überlegt, da zu dem Verleihstand zu gehen. Ja. Aber ich hatte die App nicht mehr auf dem Telefon. Ist da einer? Eine? Nee, bei dir ja. Achso, ja gut. Von da bin ich zu dir gegangen, das ist ein Kilometer vom Schöllerpad aus. Ja. Ne? Und dann nochmal, weil ich muss ja auch, ich kam ja auch dann zu spät letztlich. Ja. Ne? Ein Zeitfaktor, ne? Wäre das gewesen. Und dafür wäre mir der Euro dann auch wert gewesen für das Verleihsystem. Besser ist. Aber ich hatte es halt nicht mehr auf dem Handy und wusste halt jetzt auch mein Passwort nicht mehr. Ne? Und bevor ich das auf gut Glück versuche, dachte ich mir, ja gut, dann läufst du jetzt lieber direkt und schaltest es dann halt danach frei. Und danach habe ich mir dann halt wirklich gedacht, ja gut, warum eigentlich nicht? Ne? Die gute alte Passwortvergessen-Funktion. Ja, jetzt weiß ich mein Passwort und es ist folgendes. Ja, oder wie ich gestern in meinem Seminar gesagt habe, das fand die dann doch nicht so lustig, wo sie meinte, mein Passwort ist gehackt worden vor kurzem. Mhm. Dann kommt mein Standardspruch, Passwort ist kein Passwort. Dauert manchmal ein bisschen und dann guckte sie mich nur böse an, weil ich sie dann wirklich für dumm verkauft habe in ihren Augen. Aber dann musste der Rest des Kurses auch mega lachen. Ja. Und sie dann am Ende auch. Ist so ein Standardspruch eigentlich immer. Ja, richtig. Weil, nee, ich möchte jetzt nicht damit angehen, dass ich noch nie gehackt worden bin, weil dann bin ich morgen gehackt. Ja, ganz genau. Aber habe ich schon mal erzählt, wie ich mein Passwort seit Jahren quasi sicher halte, indem ich es immer verlängere. Ich machst es einfach. Variiere es vielleicht und verlängere es. Deinen Grundkorpus und hängst dann immer, wenn es was Neues ist, was Neues. Und davor dran. Auch, ja. Ah, okay. Da ist immer so ein System. Ich glaube, mein Passwort ist mittlerweile 16-stellig. Und deswegen, aber ja, das fand sie nicht ganz so lustig. Wahrscheinlich aber auch, weil ich sie dann damit erwischt habe, dass sie wahrscheinlich dann irgendwas genommen hat, wie, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Aber gut, ist ein anderes Thema. Initialen und Geburtsdatum. Ja, Gratulor. Mein Passwort ist überall BA 1985. Nee, damit sie nur Insider kennen, BAA 1985. Wegen meines Zweitnamens. Ja, das war's dann auch mit den Insidern. Ja, das war's dann auch. Vielleicht B-A. Aber ich habe noch eine Story, wo wir bei Begebenheiten mit dem Nextbike waren. Es war entweder Nord Open Air oder Turok Open Air, also kostenfreie Metal Open Air Veranstaltungen in der Innenstadt bei uns in Essen. Und danach bin ich noch mit Becker zu irgendeiner Open Air Feier bei denen da in der Brücke an der Universität gegangen. Da war ich doch mit. Genau, da wart ihr noch und dann seid ihr zuerst gegangen und ich musste danach wieder hoch nach Münster. Ah, okay. Und dachte mir, gut, ja, kannst du hier noch ein bisschen länger bleiben, noch ein bisschen trinken, ne? Und dann fährst du danach schön mit dem Rad von der Universität, ist ja auch so eine Leihstation, hoch zum Hauptbahnhof und steigst gemütlich in den Zug und alles ist gut. Ja? Brauchst nicht halt, ne, von da unten, bis du beim Hauptbahnhof hochgelaufen bist, ist halt auch eine Ecke. Ja, ja. Ja? Super Idee eigentlich. Wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, beim Cinemax nochmal meinen Sattel höher stellen zu wollen. Ja? Ich bin dann da angehalten, ne, hab den Sattel rausgeschraubt und ein bisschen höher gemacht und wurde dann von zwei Assis angemacht. Ja? Zwei anderen betrunkenen Menschen, die der festen Überzeugung waren, ich hätte dieses Ding geklaut. Ja? Stimmt, damit kennen wir, ja, hast du aber erzählt. Ja? Und da stehe ich da und versuche denen klarzumachen, nein, das ist ein Fahrrad, was ich mir geliehen habe von dieser Leihstation. Hier ist mein Handy, hier ist das Ding, ja. Und ich weiß gar nicht, wie betrunken ich war und ich weiß nicht, ob
wenn ich wirklich die Bullen gerufen hätte, ob das nicht sehr, sehr hoch zu meinem Nachteil ausgegangen wäre. Ja. Aber auf jeden Fall haben die mich dann irgendwann auch ziehen lassen, weil ich so mit Ach und Krach irgendwie noch die Bahn dann bekommen habe. Aber jetzt mit dem Fahrrad oder bist du zu Fuß gekommen? Nee, ich bin dann mit dem Fahrrad weiter. Achso, ich wollte ja schon sagen. Also das wäre ja noch das Geilste gewesen. Ne? Also, keine Ahnung, ich meine, das hat jetzt nicht mit Nextbike zu tun, ja. In dem Sinne, ja, aber das war schon eine extrem merkwürdige Aktion da. Ne? Also will ich so auch nicht nochmal haben. Nee. Ja? Aber kannst du eigentlich machen. Ne? Asoziale haben wir nun mal auch in dieser Stadt. Wo? Das ist richtig. Ich meine, das hast du auch überall. Ne? Gerade wenn du besoffen bist und vor dir steigt einer da von seinem Fahrrad runter. Ne? Dann denkst du auch. Ne? was ist das jetzt für ein Spacko? Aber ja, keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall ein cooles System, was ich jetzt wieder mehr nutzen möchte. Und auch nochmal der Hinweis, auch von denen werden wir nicht gesponsert. Ja, leider. Werden sie aber verlinken, glaube ich. Weil, wir werden alle verlinken. Wir werden Metropolrad Ruhr verlinken. Wir werden Nextbike verlinken. Wir werden eine Band verlinken. Wir werden Wartezone-TV verlinken. Wir werden einfach mal ja, mich verlinken. Ja, weil es so lange her ist. Einfach nur, habe ich noch nie gemacht. Okay. Muss meine Fanseite mal ein bisschen pushen, habe ich gestern gemerkt. Ja, hast du so wenig Fans, Booker? Ja. Nein. Dafür, dass ich nichts mache. Aber nein, ich muss. Nee, ich habe noch ein paar Sachen für nächste Woche, die ich mal wieder angestrengt machen muss. Mhm. Ist genau wie, dass ich nächstes, ich weiß ja, warum ich das jetzt erzähle, im zweiten Thema, aber ich muss nächstes Wochenende mal wieder gucken. Wir haben ja jetzt nur 4-Tage-Wochenende. Mhm. Wenn es Unperfekthaus aufhört, gehe ich tatsächlich mal 2 Tage an dem Osterwochenende ins Unperfekthaus und werde da mal ein bisschen arbeiten. Mhm. An mir, also an meinen Projekten. Mhm. Habe ich irgendwie voll Bock drauf, aber irgendwie komme ich dazu nicht. Wenn ich zu Hause bin, komme ich nicht dazu, hier in der Agentur sowieso nicht. Mhm. Aber ich muss mal wieder ins Unperfekthaus, ich war vor lange nicht mehr da. Haben die eigentlich auch am Wochenende offen? Ja, ja, eigentlich schon. Also ich hoffe mal, na, die haben eigentlich auch an Feiertagen geöffnet. Na, und Ostern ist bei uns nicht groß, ist glaube ich einen Tag nur bei Oma. Und ansonsten, mal gucken. Und dann fahre ich auch dann tatsächlich, dann mache ich das, genau. Spätestens nächstes Wochenende fahre ich von mir bis zum Unperfekthaus mit dieser Leitstation. Ich glaube direkt vom Unperfekthaus auch nochmal eine. Ja, du kannst direkt haben. Ja. Weil wir sind da ziemlich nah beieinander. Das wohnt. Weißt du, ich würde doch eher das am Berliner Platz abstellen und dann einmal durchs Einkaufszentrum durchgehen. Als ja, wenn du da genau. Einmal außen rum gehst, oder nicht? Nee. Ich gehe übrigens immer am Einkaufszentrum vorbei. Ich bin da in meinem Leben bis hat aber auch angewiesen. Hat aber auch 2 Gründe. Erstens der Schnapsladen Benecke. Und der zweite ist der Comicladen da oben. Deswegen, ich gehe eigentlich immer links rum, weil ich da eigentlich immer an den 2 Stationen Halt mache und mir da entweder mal Schnaps oder Comics oder beides. Oder beides, ja. Da habe ich auch letztes Mal wieder einen Gin gekauft und bin dann weiter hoch zum Comicladen, hab mal geguckt, was so Neues gibt. Das wird auch nochmal eine Folge werden. Gin-Verkostung und dann hauen wir da mal einen raus, wie ob das jetzt eine sinnvolle Sache ist, dass Gin so gehypt wird oder nicht. Ja, ich habe es ja gar nicht mitbekommen eine Zeit lang, weil ich das schon ziemlich lange, also nicht so regelmäßig trinke wie jetzt. Aber ich habe es gar nicht mitbekommen, weil das habe ich auch bei anderen Sachen gesehen, dass jetzt jeder Mensch auf einmal Gin trinkt. Ja. Das ist halt so die letzten 2 Jahre. Ja, ein Jahr, zwei, drei Jahre. Zwei Jahre. Es kommt halt drauf an, aus welchen Kreisen das dann wohin rein. Ja, da ist Julian ja richtig der Trendsetter. Der hat schon mit irgendwie angefangen. Also bei mir jetzt aus dem Freundeskreis, der hat das immer schon getrunken. Auch mit mir dann zusammen. Steffen sammelt ja mittlerweile also fast also richtig eine gute Gin-Auswahl zu Hause. Kennt sich auch einigermaßen aus, was man so trinkt. Und trinkt mal den, lässt sich auch welche schenken. Das finde ich schon fast wieder schade, weil ganz ehrlich, eigentlich hast du einen guten Gin da, um ihn mit 1 bis 2 guten Freunden dann auch zu trinken. Ja, macht er ja. Ja, aber dann auch die Flasche zu leeren und nicht, ja, wir trinken jetzt einen hiervon und dann nochmal davon. Nee, ich glaube, wenn nicht immer einer fahren müsste beim Skat spielen, dann würden wir auch mal so eine Flasche köpfen. Aber die meisten trinken dann auch halt ein bisschen weniger, meistens kommen 2 von 4 mit dem Auto und dann hast du alleine auch keinen Bock, dir eine Flasche reinzuziehen. Ja, also nicht beim Kartenspiel. An einem Dienstag oder Mittwochabend, ja, ne? Ja, das stimmt wohl. Aber wir können meine Flasche ruhig mal irgendwann mal an einem gemütlichen Podcast-Abend mehr machen. Ja, können wir. Das ist das, wenn wir mal eine Doppelfolge aufnehmen an einem Tag. Das ist das, wenn ich mal dann auch ein Fahrrad habe, um von dir nach Hause zu fahren. Das stimmt. Ne? Ja, geil. Sollen wir jetzt eigentlich noch eine Pause machen vom, ja, ich vom Verabschiedung? Weil jetzt noch eine Pause grad, und ja, machen dann wir mal eine kurze Pause. Und dann gibt's noch mal wieder noch 1, 2 Serienempfehlungen, habe ich gebockt drauf. Und dann, schauen wir mal, was uns noch so einfällt. Deswegen jetzt erstmal wieder Spaß mit unserer Musik und bis gleich. So, da sind wir wieder zu unserem berühmten Outro alias Verabschiedung, alias Vorausblick, alias Trash Talk, alias
Trash-Talk, wirklich? Ja, Trash-Talk. Okay. Noch mehr Trash-Talk. Ja, Bullshit, glaube ich, haben wir so gesprochen. Bullshit, können wir auch sagen, ja. Aber ich muss trotzdem sagen, mir gefiel die Folge, also, ich habe ein gutes Gefühl. Das Thema war echt spannend. Du hast mich damit ja so ein bisschen überrascht, auch wenn du es Freitag angekündigt hast. Mhm. Aber jetzt mal, wenn man sich dann drüber Gedanken macht, echt cooles Thema, was uns hoffentlich motiviert, mehr Fahrrad zu fahren. Ja, zum einen das und zum anderen, wie gesagt, ich glaube, es ist am einfachsten, über Themen zu sprechen, die einem auch irgendwo so eine Heimat bieten. Ja, gut, klar. Also, ja, gut, danke. Danke dafür. Aber nee, es macht halt Spaß, sich zu versuchen, auch dem Gegenüber davon zu begeistern, was einen selber zu begeistert. Ja, mich ärgert ja immer noch, dass wir eine Woche vor diesem kurzen Presse-Ansturm in Hyperloop, dass wir uns nicht doch im zweiten Thema nur über dieses Thema unterhalten haben, weil wir dazu noch eine Menge hätten sagen können, glaube ich. Da müssen wir allerdings auch festhalten. In dem Moment kannten wir auch nur das, was bei Wikipedia stand. Ja, leider. Weil Luftkissen, ein paar. Wo ich so dachte, boah, geil, so in der zweiten Folge sofort so einen Treffer zu landen, der dann so mehrere Tage später dann in der Presse ist. Schade, schade, schade. Ja, es richtet sich halt nicht alles nach unseren Social-Media-Präferenzen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber kommen wir mal zu verschiedenen Sachen noch. Ich habe ja gestern ein Seminar gehalten. Ja. In Düsseldorf bei der DRMK. Also ich habe, das ist auch meine Idee. Was, Burkhard, ist die DRMK? DRMK ist irgendwas mit Akademie für Marketing. Okay, hätte ich dich nicht fragen sollen, ja? Nee, lieber nicht. Da ich mache für die verschiedenen Dozentenjobs und habe gestern endlich, nach 3 Jahren, habe ich diese Idee in meinem Kopf, in 7 Stunden zum eigenen Blog. Das heißt, ich erkläre dann den Leuten von Grund auf, wie man WordPress bedient, das System, womit wir auch unsere Webseite gemacht haben. Ja, ich erinnere mich. Bis quasi zum eigenen Blog, dass sie quasi das komplette Werkzeug in die Hand kriegen an einem Tag und ab dem nächsten Tag quasi anfangen können, mit ihrem eigenen Blog zu bloggen. Könnten. Ja, ich weiß. Können sie es denn wirklich? Ohne Scheiß. Es war echt gut, glaube ich. Also Feedback war super und mir hat es mega Spaß gemacht und ich werde das Seminar demnächst auch mal in Essen anbieten bei uns und hoffentlich bei der DMK so alle 2-3 Monate. Hast du Weil vor, es war ausgebucht. Hast du vor, dir die Domain-Namen rauszuschreiben, um zu gucken und zu prüfen, ob deine Zöglinge das dann auch richtig umgesetzt haben? Nee, ich hatte mir gestern auch wieder, es ist immer so, nach so einem Seminar bin ich immer mega aufgedreht, auch was so meine eigenen Projekte angeht, das dürfen jetzt wieder meine Agentur-Leute nicht alle hören, aber ich habe mir immer gedacht, ich gebe so viele Seminare, da sind so viele Menschen drin und egal, wo du einen Kurs machst, also da gibt es immer bei Facebook eine Gruppe Alumni. Ja. Warum habe ich denn nicht schon längst bei all meinen Kursen, ich habe damals bei Comcave College, habe ich immer zu jedem Kurs habe ich eine Gruppe gemacht. Das ist ja während des Kurses gut, aber warum habe ich nicht alle nach dem Kurs in eine Gruppe gesammelt? Da wären da mittlerweile schon 500 bis 1000 Leute drin. Alleine um die, ne? Alleine um auch die Kontakte zu pflegen und untereinander können die ja für mich auch Geschäfte machen. Man weiß auch nie, ob die mal auch mit. Ja, theoretisch auch aber das wäre einfach eine geile Gruppe, weil ich habe oft das Glück, dass ich ziemlich coole Leute bei mir in den Seminaren habe. Und das werde ich jetzt auch machen. Also das ist auch eins der Sachen, warum ich jetzt immer weghaus möchte. Ich werde jetzt eine Art Burkhard-Asmund-Alumni-Gruppe machen. Und egal bei welchem Anbieter, egal bei welchem Institut, egal unter welcher Flagge ich irgendwelche Seminare gebe, die Leute da sagen, pass auf, alle, die jemals von mir geschult worden sind, haben quasi lebenslang, können die sich bei mir in dieser Gruppe quasi auch Hilfe holen oder Ratschläge oder neue Sachen holen. Ja, in der Gruppe. Vorsicht. In der Gruppe. Nicht Telefon, nicht E-Mail. Also auch, ich bin ja nicht so. Das darf halt nicht überhand nehmen, das kann ich auch reinschreiben. Aber ich habe mich so geärgert, weil das wären echt coole Leute drin, die sich auch untereinander vielleicht gut verstehen würden. Aber das werde ich auch mal jetzt nächste Woche mal machen. Aber das wollte ich jetzt nur mal sagen, dass ich nach 3 Jahren endlich diese Idee umsetzen konnte. Sowas tut mega gut. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwo ein Projekt, was man lange gepflegt hat, dann endlich umsetzen zu können, da ist schon vor allen Dingen, wenn du auch viel Energie und Zeit da reingesetzt hast, um das überhaupt erstmal zu machen. Aber nochmal vielen Dank an Horst von der DRMK und an die Frau Roth, an die Frau Scheifert und wer alles damit beteiligt war, Herr Schäfer, die mir das ermöglicht haben. Die haben die Leute alle akquiriert aus ihrem eigenen Stammkreis. Ich musste mich um nichts kümmern, außer dann halt Samstag von 10 bis 17 Uhr zu unterrichten. Und es hat so Spaß gemacht, das wollte ich nur einmal loswerden. Keine Ahnung, ob Sie es hören, aber auch da was wir verlinken werden. Weil da kann man einfach mal über einen Podcast kann man viel besser Danke sagen als über so einen blöden, was heißt blöd, ich liebe Facebook, aber einfach nur bei Facebook zu schreiben, vielen Dank, ist nicht so persönlich, glaube ich, wie persönlich. Oder halt jetzt über einen Podcast ist einfach mal zu sagen. Deswegen nochmal vielen Dank für euer Vertrauen und für all das, was ihr mir so entgegenbringt. Wie schön, dass wir genau das jetzt in den Bullshit-Teil reingesetzt haben. Ja, die verstehen das schon. Die verstehen das schon. Mir war es ja ein wichtiges Anliegen, das noch loszuwerden. Aber jetzt kommen wir mal zu Sachen wie Serien und du hast auch, glaube ich, auch einen Film, den du vorstellen möchtest. Ich habe gestern, das Remake gesehen, habe ich gerade gelesen, dass es ein Remake war, und zwar Vor ihren Augen aus dem Jahr 2015
mit Nicole Kidman und Julia Roberts. Übrigens, Nicole Kidman sieht immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Ich will jetzt keine Hilfsmittel unterstellen, weil ich denke, das ist Fakt. Aber trotzdem war ich sehr beeindruckt, als ich sie gesehen habe. Moment, du willst ihr nicht unterstellen, weil du davon ausgehst, dass es auf jeden Fall so ist. Ich glaube nicht, wenn man sie fragen wird, haben sie irgendwo nachgeholfen, sagt sie bestimmt nicht nein. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht in Hollywood tätig. Ja, aber das glaube ich nicht. Und wenn sie nicht nachgeholfen haben sollte, dann Respekt. Echt spannender Film. Geht darum, dass da sind so zwei Anwälte, eine Anwältin und zwei von der Polizei, werden zu einem Tatort gerufen. Da ist ein totes Mädchen in der Mülltonne. Und dann machen sie die Mülltonne auf und das ist dann quasi die Tochter von einer der dreien. Ja. Und das bringt sie natürlich komplett aus der Fassung. Vor allem, es findet ihr bester Freund, findet quasi die Tochter, die ihr auch gut kennt. Und dann sagt man plötzlich, dreh dich mal um und sagt dann plötzlich, ja, die Unbekannte ist deine Tochter. Ich habe, also wirklich, das war eine sehr rührende Szene. Gerade nachgelesen, dass der Film nicht ganz so gut wegkam bei den Kritiken. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum. Vielleicht, weil die Welt anderen Geschmack hat als du. Ja, kann sein. Ich fand den sehr gut. Geiler Turn drin. Macht echt Spaß. Ich fand die Charaktere sehr toll. Kann ich nur empfehlen. Das war das Erste. Und ich habe heute angefangen mit Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix. Unfassbar spannend, auch wenn ich die Serie etwas anders gemacht hätte. Ich hoffe, du guckst sie mal zeitnah. Vielleicht guck nur mal rein. Guck mal 2-3 Folgen. Weil ich würde dich gerne mal fragen, weil ich habe da so eine Idee, wie in meinen Augen man die Serie noch hätte besser machen können. Ich weiß, es eine Buchvorlage gibt's. Okay. Aber ich finde, da ist ein ganz kleiner Punkt drin. Wenn man etwas anders gemacht, wäre das richtig, also ich finde die Serie richtig gut, aber ich finde, hätten die das noch ein bisschen anders gemacht, wäre es eine bombastische Serie. Okay. Das klingt jetzt wieder sehr arrogant und nach Eigenlob, aber ich will dich damit gerne mal konfrontieren. In welchem Genre spielt ihr denn überhaupt? Boah, wie erkläre ich das denn? Also Tote Mädchen lügen nicht klingt jetzt erstmal nach... Ich kann den Plot ja kurz... Ja, ist eigentlich schon, aber das musst du vorstellen, da bringt sich eine Highschool-Schülerin bringt sich um und hinterlässt 8 Kassetten. Tatsächlich Kassetten. Und das spielt in der Gegenwart. Und in diesen 8 Kassetten erzählt sie einfach ihre ganzen Beweggründe, warum sie sich umgebracht hat, erwähnt da ganz viele Mitschüler und so weiter und der Auftrag ist, diese 8 Kassetten sollen sich alle anhören und dann an den nächsten weiterschicken. Und du weißt gar nicht im Laufe des Plots, im Laufe der Folgen, wer das schon von den anderen Highschool-Mitschülern das schon gehört hat, wer nicht, was dahinter steckt und weil das hört die ganze Zeit ein Typ. Warum nimmt es nicht auf und schickt es dann weiter? Das geht ja eben nicht. Ja, nein, das wäre zu viel Aufwand. Deswegen hat sie jetzt extra mit Kassetten gemacht. Warum ist das zu viel Aufwand? Du brauchst einfach nur dein Handy vor den Lautsprecher. Alter. Ja, aber das hat sie ja tatsächlich, das ist jetzt, wie gesagt, guck's dir mal an. Ja, okay. Nur ich möchte, versuch doch mal bis nächste Woche dir 2-3 Folgen anzugucken. Dann machen wir einen kurzen Einstieg mal in diese Serie. Und ich will dir dann mal erklären, wie ich mir vorstellen würde, wie die noch besser wäre. Ja, okay. Ich warte mal ab und schau da mal rein. Ansonsten klingt im Augenblick nach einer Videospielhandlung erstmal. Ja, wir haben uns auch gerade gedacht, warum gucken, in welchem Alter müssen wir uns befinden, damit wir uns keine Teenie-Serie mehr angucken, wo die Hauptcharaktere quasi Highschool-Shooter sind. Habe ich mir gedacht, total der Quatsch. Es kommt immer noch auf Genre an. Buffy war immer noch eine großartige Serie, als Sarah Michelle Gellar schon über 30 war. Ist eine gute Serie. Ja, ist immer noch, ja. Aber war im Sinne des Staffelverlaufs, ja. Mit in der letzten Staffel immer noch meine absoluten Lieblings-Content-Creatorin, Felicia Day. Die du nicht kennst, die unsere Hörer auch nicht kennen, aber großartige Person. Nichtsdestotrotz, Joss Whedon, ne? Firefly, Avengers. Ne? Geht immer. Nee, ich habe nur einen Film, auf den ich aufmerksam geworden bin, durch eine Radiosendung, die ich mir auf YouTube anhöre, die irgendwo in New York produziert wird. Ist auch egal, von wem das ist, ja. Aber es ist der Film Win It All, ja, und die Hauptfigur wird gespielt von Nick Miller, also sprich der Figur, dem Schauspieler, der Nick Miller in New Girl spielt. Ah, okay, ja. Ne? Ist, glaube ich, Tragikomödie, wenn ich das richtig sehe. Okay. Film. Und ist wohl ein Gambler, also Spielsüchtiger. Oh. Ne? Und ist auch nur relativ kurz, der Film, also 90 Minuten oder was, 90, 95 oder was. Und ja, den wollte ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, weil ich den Typen als Schauspieler eigentlich ziemlich cool fand und den halt jetzt im Interview dazu gehört habe, wie er das quasi promotet. Und ja, warum nicht? Das finde ich halt an Netflix so geil, dass sie einfach sagen, was hat. Wir geben euch jetzt mal 5-6 Millionen und macht ihr euren Dramascheiß und ne, wir setzen das in kein einziges Kino rein, aber ne, wir hauen das einfach mal 100 Millionen Menschen um die Ohren, ja, die das
möglicherweise sehen können. Das ist ja wirklich das Beste an Netflix, dass die den Seriendarstellern aufgrund dessen, dass es halt nicht im Fernsehen läuft, mhm, also vorerst nicht, dass man keine Zeitvorgabe unbedingt hat. Mhm. Dass man eine Folge 40 Minuten dauern kann, kann aber auch sein, dass dieselbe Serie eine Folge später 57 Minuten lang ist. Das ist so cool. Die geben einfach Zeit, um Geschichten zu erzählen. Mhm. Deswegen finde ich auch Netflix so genial und freue mich auch noch auf das, was noch dieses Jahr alles so kommt. Wo kommt noch Großartiges? Also, auf jeden Fall irgendein Film mit Will Smith. Jetzt mal, der sieht auch ziemlich der sieht ziemlich crazy aus, der Film. Okay. Ich habe vorhin irgendwas, also ich weiß nicht, ob das crack.com war oder irgendeine andere Seite, auf jeden Fall irgendwas von wegen, dass der mit dem Reboot von Matrix involviert sein soll. Ja. Und da habe ich mir mal überlegt, wenn es denn tatsächlich ein Reboot von Matrix wäre. Oder finde ich die Nähe zu der Figur, die er in Men in Black spielt und die er eventuell als Neo spielt, klingt jetzt doof, ne? Aber beides so in schwarz und dann versuchst du den irgendwie ernst zu nehmen, finde ich irgendwie passt nicht. Das ist mein Punkt. Ich, als Neo würde ich ihn auch nicht unbedingt sehen wollen. Ich würde Will Smith gerne mal als sympathischen Antagonisten sehen. Ah, okay. Ja? Also sprich als den Bösewicht der Handlung, und die besten Bösewichte grundsätzlich sind für mich zumindest diejenigen, die die Helden ihrer eigenen Geschichte sind. Ja, richtig. Ja? Und ich glaube, als so etwas wäre mal eine echt geile Sache von Will Smith, weil er echt, glaube ich, auch diesen sympathischen Soziopathen vielleicht durchaus rüberbringen könnte. Vielleicht, ja. Ne? Was ich von ihm jetzt aber so erstmal noch nicht kennen würde. Nee. Ja? Und ich glaube, das wäre vielleicht auch mal eine schauspielerische Herausforderung gegenüber den ganzen Popcorn-Kino-Sachen, die er in den letzten Jahren dann teilweise auch gemacht hat. Wobei er ja auch durchaus sehr ernste Themen gemacht hat in letzter Zeit. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, da habe ich mich, glaube ich, oft auch von Kritiken irgendwie blenden lassen, die dann sagen, der Film ist nichts. Ich weiß, dass irgendein etwas neuerer Film von ihm habe ich auch mittlerweile auf Platte. Also Platte heißt nicht runtergeladen, sondern bei Sky lief, der habe ich aufgenommen. Irgendwas gibt's auch bei Amazon, ziemlich aktuelles von ihm, habe die irgendwie beide auch noch nicht geguckt, obwohl ich den Mann, also früher habe ich alles von ihm geguckt. Mhm. Bis, glaube ich, diesen komischen Film, wo er mit seinem Sohn irgendwo abstürzt. After Earth. Boah. Habe ich auch nicht gesehen. Aber lieber gucke ich ja bei Netflix oder bei Amazon im Rahmen meines Abos irgendeinen Film und schalte dann auszumachen, als wenn ich ins Kino gehe, 10 Euro, 12 Euro bezahle. Genau. Übrigens, apropos Kino, wir gehen heute Abend noch in Ghost in the Shell. Ja, lange angekündigt, dass wir ihn sehen wollen. Ja, genau, aber heute machen wir es tatsächlich. Und ausnahmsweise sogar in 3D. Also ich habe bewusst... Wir gehen in 3D? Ich habe bewusst die Vorstellung in 3D ausgewählt. Alter Falter. Weil ich da sage tatsächlich, vielleicht können sie dort visuell was umsetzen in 3D, was sie sonst nicht umsetzen können. Boah, dann machen wir nächste Woche ein Thema, wir splitten das einfach. Wir nennen das einfach irgendwie sowas wie unsere Filmerfahrungen der letzten Woche oder sowas. Wir machen irgendwie sowas und berichten einmal über hier Tote Mädchen lügen nicht, wie es besser sein könnte, in meinen Augen. Und wir machen noch Ghost in the Shell. Ich glaube, über so einen Film können wir ziemlich lange dann sprechen, wenn wir beide gesehen haben. Und gucken mal, wie das was für uns ist. Ich bin immer fest überzeugt, wir sollten irgendwann mal die Zeit finden, dass wir uns erst einen Film gemeinsam angucken und ganz frisch darüber mal podcasten. Aber wir sind ja noch am Anfang. Wir können auch gerne mal einen kompletten Audiokommentar machen. Ist mir vollkommen lang. Mega witzig. Nee, aber... Doch. Ja, klar. Also wir können das gerne auf dem Schirm haben. Ich sag nur vorsichtigerweise, wir sagen, jede Ankündigung, was wir demnächst mal machen wollen, haben wir nicht eingehalten. Ist doch egal. Aber was sagst du? Ich weiß nicht, ob du es bei dir schon hast, bei deinem System, worüber du Netflix siehst. Bei Scholle war es nämlich gestern noch nicht drin. Bei mir auf dem Firestick ist die App jetzt so, dass keine Sternebewertung drin ist, sondern nur Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch, Daumen runter, und vor allen Dingen, wie viel Prozent Überschneidung das mit deinen bisherigen Erlebnissen haben soll. Finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Weißt du, warum wir es so gemacht haben? Weil Leute keine Filme angucken, die nur 2 oder 3 Sterne haben. Ja, auch. Aber der Hauptgrund, den auch Netflix, glaube ich, jemand hat es mal bei Netflix runterkommentiert. Du wusstest es gar nicht. Früher konntest du bei YouTube-Videos auch nach Sternen bewerten. Mhm. Da hat aber YouTube auch gesagt, dass die meisten geben einen Stern oder die volle Punktzahl. Entweder schlecht oder gut. Mhm. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was eigentlich schade ist, weil ich finde, mit Netflix zum Beispiel lasse ich mich von den Sternen wenig leiten. Ich war auch jemand, der auch schon mal 2, 3 oder 4 Sterne gegeben hat. Mhm. Finde aber auch eigentlich, jeder sollte sich eben für alles eine eigene Meinung machen. Deshalb finde ich, so eine Tendenz mit Daumen hoch, Daumen runter reicht mir völlig. Ich finde das ganz cool. Also in dem Sinne, dass halt der Algorithmus jetzt prüft, was du sonst so geguckt hast und ob das dann hinhaut. Ja, ist natürlich Mist, wenn du dir dein eigenes Kundenkonto ein bisschen dadurch kaputt machst, dass
du Sachen mit anderen Leuten zusammen guckst und ne, dann deine Vorauswahl quasi ein bisschen davon mit beeinflusst. Ja, was mir ein bisschen fehlt, oder vielleicht geht's auch, ich weiß es noch nicht, ganz viele Serien werden mir halt empfohlen, die ich aber auf anderen Kanälen, sprich bei Sky oder halt in diesen TNT-Serie, Fox und so schon gesehen habe. Mhm. Ich will Netflix gerne mitteilen, sowas wie Suits, Walking Dead, dass ich das schon gesehen habe, nur nicht bei Netflix mir jemals angucken werde, weil ich es ja schon kenne. Ja. Das regt mich ein bisschen auf. Ich würde gerne alle Serien, die ich komplett kenne, auch die es gar nicht mehr gibt, also die schon zu Ende sind, die Netflix aber sagt, guck die mal, aber die kenne ich schon. Ich würde gerne Netflix sagen, pass auf, kenne ich schon. Ich gucke eh keine Serie zweimal. Dass die dann gar nicht mehr bei mir auftauchen. Ich schon. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal, weil es bei Netflix reingekommen ist, Cowboy Bebop angefangen, nochmal zu gucken. Kenne ich nicht. Ah, guck sie an. Cowboy Bebop ist ungelogen einer der besten Animes, die es überhaupt gibt. Ja, ich habe bis jetzt in meinem Leben, wie gesagt, außer Dragon Ball. Es ist kein Anime in dem eigentlichen Sinne und ich würde das Ding auch als, wenn das 1:1 der komplett selbe Plot dargestellt wäre als normale Realserie, würde ich es auch 1:1 nochmal gucken. Es ist im Prinzip eine Crew von Kopfgeldjägern, die interplanetar im Sonnensystem rumreisen mit ihrem Schiff und dort halt irgendwelche Verbrecher hops nehmen, aber halt so cool drauf sind, ja, und ne, irgendwie auch ein bisschen weird natürlich alles. Ja, aber es ist einfach super geil gemacht. Die Musik von dieser Serie ist so unfassbar gut, ja. Und ich habe den Soundtrack bis heute auf dem Telefon, weil es einfach so unfassbar gut ist. Und ja, doch, kann ich nur jedem empfehlen. Also und die einzigen Sachen, die ich doppelt geguckt habe, sind, weil ich die mal im Stück sehen wollte, waren bis jetzt die Willen 70er. Habe ich bei Netflix komplett und einmal komplett Friends. Von der ersten bis zur letzten Folge am Stück, chronologisch. Mhm. Ist manchmal sehr interessant. Und, wie gesagt, Amazon und Netflix. Der erste von euch, der King of Queens aufnimmt, gewinnt den goldenen Internet. Das goldene Internet bei Burkhard Asmund. Boah, bitte, einer muss diese Serie noch irgendwann mal kostenlos im Stream machen. Ich will einfach mal ab und zu mal ein, zwei Folgen King of Queens sehen. Bitte. Ich erhöhe noch um eine schrecklich nette Familie, aber. Ja, auch sowas. Gut. Ich glaube, an der Stelle sagen wir auch mal auf Wiederhören, weil wir noch was essen wollen, bevor wir. Ja, jetzt habe ich aber auch noch das nächste Thema für nächste Saison. Für nächste Sendung. Das sage ich jetzt aber noch nicht. Spoiler. Nee, ich habe aber ein cooles Thema. Ich sag's doch. Diesmal hat er ein Thema. Welche Funktionen ich mir bei Streaming-Anbietern wünschen würde, die mir aktuell noch fehlen. Okay. Da können wir locker eine halbe Stunde drüber sprechen, weil gibt's so zwei, drei Sachen, die habe ich schon mal in einem Blogbeitrag gepostet. Hab das auch Netflix und Amazon bei Twitter verlinkt und normal, jetzt denkst du, der kleine Burkhard, aber Netflix und Amazon reden tatsächlich, also beide folgen mir, glaube ich, sogar bei Twitter mittlerweile und normalerweise, wenn jemand Serien lobt, antworten die auch immer alle oder retweeten gerne. Aber bei Verbesserungsvorschlägen, wenn ich das nicht für beide Kanäle mache, ich hätte vielleicht gesagt, welche Funktion wünsche ich mir bei Netflix und nicht bei Netflix und Amazon, haben sich nie zugemeldet, deswegen versuchen wir es einfach nur über den Podcast. Ja, gucken wir mal. Und dann verlinke ich nämlich, das machen wir. Alles das ist eine geile Idee. Deswegen, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wo auch immer ihr das hört. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt, so nämlich.